Also unser heutiges Thema ist eben die Hypertonie, Vasodilatierende Pharmaka und die Herzinsuffizienz. Um das Thema ein bisschen aufzupeppen, könnte man es auch nennen: Schlangengifte, Viagra, Haarwuchsmittel oder Maiglöckchen. Warum, weshalb, wieso, wird im Verlauf von dem Vortrag hier, werdet ihr es verstehen. Gut, zentrales Thema heute ist die Hypertonie. Und wir schauen uns wieder das Männchen von Block 9 an. Dem geht es ganz gut, der hat keinerlei Symptomatik, läuft durch die Gegend und dem wird jetzt von mir aus dem Pharmakorb Blutdruck gemessen. Ja? Dem geht es auch wieder gut, bis er schockiert feststellt, dass er einen Blutdruck von 150 zu 95 hat. Und die Frage ist jetzt, hat der eine Hypertonie? Wie sollen wir damit umgehen? Und darum geht es jetzt im Folgenden. Ich will kurz anfangen mit einer Definition von der arteriellen Hypertonie. Die ist eben nach Leitlinie, liegt da eine Hypertonie vor, wenn der systolische Blutdruck größer als 140 mm Hg ist und eben der diastolische Blutdruck größer als 90. Und in der inneren Medizin kann man dann verschiedene Klassen werden da definiert und je nachdem kann man das dann einteilen. Arterielle Hypertonie ist relativ häufig. Wir haben in Europa eine Prävalenz von über 30%. Und man unterscheidet eben zwischen primärer Hypertonie, das ist in über 90% der Fälle, das ist eben idiopathisch, wir wissen nicht, woher das kommt. Und dann gibt es eben noch die sekundäre Hypertonie, die liegt in 10% der Fällen vor, die sind entweder renal bedingt, endokrin. Und da sieht natürlich die Therapie so aus, dass wir die sekundäre Ursache beheben wollen, ja, um dann den Blutdruck zu senken. Jetzt kommen wir zu was Wichtigem. Das sind nämlich eben die Symptome. Meist ist das absolut asymptomatisch. Ja? Und deswegen ist so wichtig, die Patienten, die sagen, hey, mir geht's doch gut, warum soll ich ein Pharmakon einnehmen? Oder eben Mittel, ja? Weil die haben meistens noch Nebenwirkungen. Es kann sein, dass die Patienten durch die Mittel schlechter gehen wie davor. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, da immer an die Compliance zu denken. Denn wir sehen hier die Risikofaktoren. Blutdruck ist ein extrem hoher Risikofaktor für koronare Herzerkrankung, für Schlaganfall. Man sieht einfach die Studienlage, die ist ganz klar. Es ist wichtig, den Blutdruck in bestimmte Grenzwerte zu senken eben. Also unter bestimmte Grenzwerte zu senken. Gut. Um was für Pharmaka oder was für Themen geht es jetzt heute genauer? Ich werde anfangen mit den RAS-Modulatoren, dann über die Diuretika sprechen, dann die vasodilatierenden Pharmaka. Dann kommen wir zur Therapie der arteriellen Hypertonie. Dann sprechen wir über positiv-ionotrope Pharmaka und im Anschluss über die Therapie der Herzinsuffizienz. Und beginnen möchte ich mit dem Thema, das wahrscheinlich schon am meisten, wo ihr am meisten schon drüber wisst, eben aus Block 4, mit den RAS-Modulatoren und dem RAS-System. Gut. Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, ihr werdet sich erinnern, ganz vorne in der Kaskade steht eben das Angiotensinogen. Das schwimmt im Blut rum, wird von der Leber gebildet. Und dann gibt es das Enzym, das sogenannte Renin. Das wird von der Niere freigesetzt. Zum Beispiel über einen Beta-1-Rezeptor oder wenn der Perfusionsdruck in der Niere gering ist oder wenn die Macula densa wenig Natrium ist. Kommen wir später bei der Niere und bei den Diuretika genauer drauf, warum, weshalb, wieso. Das Renin ist ein Enzym, das an dem Angiotensinogen jetzt einfach ein Stück abschneidet. Ja? Wie eine Schere schneidet ein Teil ab und aus dem Angiotensinogen ist jetzt Angiotensin 1 geworden. Und wichtig, sich vor Augen zu führen, die beiden, sowohl Angiotensinogen als auch Angiotensin 1, haben keinerlei Wirkung auf den Körper. Zumindest keine bekannten. Ja? Die machen noch gar nichts. Das Angiotensin 1 muss erst aktiviert werden über das Angiotensin-Converting-Enzym, das ACE. Und das schnippelt wieder ein Stück ab und wir bekommen das Angiotensin 2. Wo kommt das ACE hauptsächlich vor? Die allererste Antwort, wie auch ich mal gesagt habe, war immer, ja klar, ist in der Lunge. Das stimmt auch, aber der Grund ist nicht, weil im Lungengewebe so viel ACE vorkommt, sondern weil es in der Lunge besonders viele Endothelzellen gibt. Ja? Das ACE kommt eben auf der Membran von Endothelzellen vor. Und was jetzt auch noch wichtig ist, das hat nicht nur die Funktion, das Angiotensin 1
in Angiotensin 2 umzuwandeln. ACE, das habe ich hier geschrieben, ist eine Kininase. Das heißt, sie spaltet Kinine. Und was sind Kinine? Beispiele sind Bradykinin, Carnitidin, Substanz P. Und die machen eben eine Vasodilatation. Und das ACE wirkt also inhibitorisch darauf. Das wollen wir später eben bei den ACE machen. Die inhibieren das. Das heißt, über diesen Effekt wirkt das ACE vasokonstriktiv. Was für Wirkung hat jetzt das Angiotensin 2? Das habt ihr alle schon mal irgendwo gelernt. Es hat eben Wirkung auf die Niere, auf die Nebenniere, auf den Sympathikus, auf die Gefäße. Insgesamt, also es macht eben Durst, es macht das ADH hoch. Insgesamt hat es einfach blutdrucksteigernde Effekte. Und zwar nicht nur blutdruckansteigernde Effekte, sondern wenn man es ganz lange hohe Angiotensin-2-Spiegel hat, haben wir auch hier ganz unten, sieht man das, eine Hypertrophie an Gefäßen, eine Hypertrophie am Herzen und auch Remodeling, also auch negative Effekte. Langes, hohes Angiotensin 2 ist eben nicht gut. Ja. Genau, es gibt AT1-Rezeptoren, AT2-Rezeptoren, aber komme ich gleich drauf. Ist ganz wichtig, nicht den Denkfehler zu machen, also der AT1-Rezeptor ist für Angiotensin 2. Genau, also es gibt fürs Angiotensin 2 zwei Rezeptoren. Aber ist, ich glaube, die übernächste Folie oder so. Gut, also wichtig, Angiotensin 2 steigert den Blutdruck. Ja, über mehrere Wege. Es gibt auch sowas wie lokale RAS. Eben, da gibt es dann die Wirkung auf die Lunge, auf die Niere und auf die Nebenniere, ganz, ganz lokal. Und was man sich schon mal gleich einbrennen kann, beziehungsweise sich im Notfall immer herleiten kann, Angiotensin 2, da steckt schon im Namen die Lösung, was es macht. Es steckt im Namen Angio, das heißt ja Gefäß, und Tension ist der Zug. Das heißt, es zieht Gefäße zusammen. So kann man sich immer merken. Und eben, warum heißt es jetzt RAS-System? Weil wir eben hier das Renin haben, hier das Angiotensin und hier das Aldosteron. Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem. Also die Kollegin hat jetzt gefragt, was mit dem AT1-Rezeptor? Da komme ich jetzt drauf, weil wie hat das Angiotensin 2, wie wirkt das jetzt auf den Körper? Genau, also wie macht das diese ganzen Effekte? Und hauptsächlich alle blutdrucksteigernden Effekte über den AT1-Rezeptor. Ja? Der ist GQ gekoppelt und wir haben gelernt, GQ gekoppelt sorgt für Kalziumeinstrom. Und Kalzium kennen wir ja von der Kontraktion auch vom Muskel. Ja? Das zieht zusammen. Und hier oben habe ich es hingeschrieben, wichtig, wichtig, an den AT1-Rezeptor bindet eben Angiotensin 2. Das sind alles hier Angiotensin 2-Rezeptoren. Das sind nur verschiedene Untergruppen. Gut, also Angiotensin 1, habe ich gerade gesagt, macht alle blutdrucksteigernden Effekte und eben, wenn es chronisch, wenn er chronisch aktiviert wird, auch diese in Anführungszeichen schlimmen Remodeling- und Hypertrophie-Geschichten, sowohl am Herz als auch am Gefäß. Außerdem kann er eine Uteruskontraktion machen. Der AT2-Rezeptor, dem schreibt man eher organprotektive Funktionen zu, weil der eher antiinflammatorisch wirkt. Es gibt dann noch mehrere Angiotensin-2-Rezeptoren, AT3 und AT4, über diese war weniger bekannt. Für uns ist nochmal wichtig, ist der AT1-Rezeptor und der AT2-Rezeptor. Und nochmal wichtig, wichtig, an alle diese Rezeptoren bindet das Angiotensin 2. Gut, gibt es dazu Fragen soweit? Was für RAS-Modulatoren haben wir jetzt? Wie können wir in diese Kaskade eingreifen? Da gibt es eben die Renin-Antagonisten, die ACE-Inhibitoren, sehr, sehr bekannte Gruppe von Pharmaka, ebenso die AT1-Rezeptor-Antagonisten und die Aldosteron-Antagonisten. Gut, Renin-Inhibitoren, die wirken jetzt einfach inhibitorisch auf dieses Renin-Enzym. Ja? Es gibt für die zu wissen, die haben eine geringe Bioverfügbarkeit, dafür eine lange Halbwertszeit, werden biliär ausgeschieden, insgesamt sehr gut verträglich. Und sie sind auch irgendwie eine sehr, sehr gute Idee, gleich den ersten Kaskadenschritt zu inaktivieren.
Aber es hat sich klinisch einfach gezeigt, dass sie nicht so super toll wirken. Ja? Sind zumindest in HC-Hirmann und den ganzen anderen Mitteln, die es früher gab, nicht überlegen. Deswegen sind sie nur noch Reservemittel in der Hypertonie und kontraindiziert in der Schwangerschaft und Stillzeit. Jetzt kommen wir zu einer Gruppe von Pharmaka, die extrem, extrem prominent ist. Also ihr könnt es gerne am Ostern mal ausprobieren und eure Opa oder Oma fragen, was für Mittel sie bekommen. Wahrscheinlich werden sie eine HC hier mal haben, wegen Bluthochdruck. Warum ist es jetzt so? Ja, wir sehen hier, die ACE-Hämmer hemmen das ACE, habe ich gesagt. Ja? Hier. Und hemmt somit die Umwandlung von Angiotensin 1 in Angiotensin 2. Aber das ACE hat auch eine weitere Funktion, haben wir gesagt. Das ist eine Kininase und normalerweise inhibiert es das Bradykinin. Dadurch, dass ich das ACE jetzt ausschalte und hemme, hemme ich den Abbau von Bradykinin, den Abbau von Substanz P und habe also mehr davon. Und wir haben gesagt, diese Substanzen wirken vasodilatierend. Das heißt, aber auf diesem Weg wirkt das Ganze vasodilatierend und damit blutdrucksenkend. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass dann doch irgendwie noch so ein bisschen Angiotensin 2 im Körper rumschwimmt, wenn man ACE-Hämmer gibt. Ja, das dürfte eigentlich nicht passieren, weil die Umwandlung ja gehemmt wird. Das ist wegen dem sogenannten Angiotensin Rescue. Ja, das ist ein Alternativweg über verschiedene Enzyme, Kinase oder Katechin G. Und so schafft es der Körper auch ein bisschen Angiotensin 2 in Angiotensin 2 Angiotensin 1 in 2 umzuwandeln, obwohl ACE gehemmt ist. Das ist der Grund, wenn wir uns jetzt die Pharmakodynamik anschauen, warum ich hier hingeschrieben habe, dass die Bildung von Angiotensin 2 eben nur zu 90% hemmt. Wir haben nur noch 10% Angiotensin 2 rumschwimmen. Die zweite Wirkung eben, habe ich gerade erklärt, sind eben die Kinine gehen hoch und dadurch haben wir auch eine Vasodilatation. Was ist über die Kinetik zu wissen? Meistens sind eben Prodrugs und werden durch Hydrolyse aktiviert. Keine Prodrugs sind Captopril und Lisinopril. Und eben diese ganzen ACE-Hämmer sind diese ganz bekannten, die immer auf Pril enden. Oben habe ich sie mal hingeschrieben, Captopril, Enalapril, Lisinopril. Und ihr könnt sicher sein, wenn ihr schaut, also ihr kennt sicher jemanden, der einen ACE-Hämmer bekommt. Die haben meist eine gute Bioverfügbarkeit. Von Tilazapril ist es eben 90%. Und eben nur Moexipril hat so eine schlechte Bioverfügbarkeit von 20%. Wie wird es eliminiert? In der Regel eben renal. Deswegen ist wichtig, die Nierenfunktion im Auge zu behalten. Und da, das kann man sich gleich schon einbrennen, also habe ich schon bei Block 9 gesagt, vor allem ältere Patienten haben immer eine schlechte Nierenfunktion. Ja? Und ältere Patienten haben auch gerne einen Blutdruck. Deswegen das bitte immer im Blick haben. Biliär und renal eliminiert werden eben Fosinopril, Trandolapril, Moexipril und Spirapril. Sie unterscheiden sich stark in ihren Halbwertszeiten, ja? Und extrem langwirksam ist eben das Ramipril und konträr dazu ist das Captopril. Das hat eine extrem kurze Halbwertszeit, wirkt auch nur 8 bis 12 Stunden und das muss man deswegen auch mehrmals am Tag geben. Was für Nebenwirkungen haben wir jetzt? Und die sind wirklich wichtig, vor allem die Fettgedruckten. Wir bekommen eine Hyperkalämie, weil wir das alles so unhemmen. Ja? Dann ein trockener Reizhusten in 10 bis 20% der Fälle. Warum? Weil wir haben mehr Bradykinin. Bradykinin, haben wir gesagt, dilatieren die Gefäße. Und wenn ein Gefäß dilatiert ist, dann wird es auch permeabler. Ja? Das ist eigentlich logisch. Und das wird der undichter auch. Ja? Und das passiert eben auch vor allem in der Lunge. Und deswegen kann es dazu führen, dass die Patienten plötzlich die ganze Zeit husten. Ja? Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, wenn man dann von einem ACE-Hämmer auf einen AT1-Antagonist umswitcht, ja? Falls man mit dem ACE-Hämmer angefangen hat. Was eben auch passieren kann, gleiche Ätiogenese, sind angioneurotische Ödeme, irgendeine Anschwellung, wiederum, weil die Gefäße eben aufgehen, undichter werden, man kann zum Beispiel die Lippe anschwellen, sieht schlimm aus, aber noch gefährlicher ist, wenn es im Pharynxbereich passiert, dann können die Leute ersticken. Ja? Also wenn man irgendwie Anzeichen von angioneurotischen Ödemen sieht, oder im Auge passiert das gerne, dann bitte eine ACE mal absetzen. Was für Wechselwirkungen sollte man im Hinterkopf haben? Vor allem das Erste. Die machen ja selber schon eine Hyperkalämie und die Kaliumsparenden Diuretika auf
die später kommen, machen das Gleiche. Deswegen haben wir da eine wirklich große Gefahr, wenn man beide zusammengibt, von der Hyperkalämie. Arzema extrem oft eingesetzt, deswegen bitte einbrennen, absolut kontraindiziert in der Schwangerschaft. Das ist ein Teratogen, deswegen da nicht einsetzen. Und irgendwie logisch, wenn wir schon ein angioneurotisches Ödem haben, dann hauen wir nicht noch ein Arzema drauf, der das als Nebenwirkung macht. Gut, wie sehen die Indikationen aus? Ist eine absolut First-Line-Therapie bei der Arteriohypertonie. Wie wir die genau behandeln, kommen wir später drauf, aber wirklich kann man sich schon mal merken, absolut First-Line, weil sie eben so gut wirken. Ja? Und man kann sie auch in allen Stadien von der chronischen Herzinsuffizienz einsetzen. Also alle Themen, die wir heute so behandeln, kann man quasi First-Line schon mal einen ACE-Inhibitor im Hinterkopf haben, kann man eigentlich immer geben. Und wie das hier genau geregelt ist, ist eh das nächste Thema bei der Niere, aber sie machen eben auch die VAS-Efferenz auf, weil die ist hier konstruiert durch Angiotensin 2 und deswegen kann man sie auch in der diabetischen Nephropathie einsetzen. Weil wenn man hier das Hintergefäß aufmacht, wo das Blut abfließt, haben wir weniger Druck und deswegen fallen dann auch weniger Proteine wieder durch. Aber das gehen wir gleich ausführlich bei der Niere drauf an. Jetzt haben wir die ACE-Inhibitoren besprochen und kommen zu den AT1-Antagonisten. Die wirken quasi genau einen Schritt später. Die hemmen jetzt, und zwar ziemlich gut, diesen AT1-Rezeptor. Und zwar, also die ACM habe ich gesagt, da bleibt noch so 10% übrig von Angiotensin 2. Das wirkt ja dann auf beide Rezeptoren. Und hier hemmen wir quasi den AT1-Rezeptor vollkommen. Ja? Der Antagonist pickt da drauf, bleibt da relativ gut drauf picken und dann ist wirklich die Wirkung vorbei. Ja? Allerdings haben wir kompensatorisch, der Körper merkt, dass da was nicht stimmt, eine höhere Renin-Freisetzung. Das führt zu mehr Angiotensin 2. Und deswegen haben wir eine verstärkte Wirkung von dem AT2-Rezeptor. Und wir haben, ich habe ja vorhin gesagt, der AT2-Rezeptor, der ist eher organproduktiv, protektiv. Also das ist eher gut, dass er auf AT2 wirkt. Der wirkt antiinflammatorisch und eher kardioschützend. Ja. Was für eine Kinetik haben wir? Die Bioverfügbarkeit ist meistens unter 50%. Ausnahmen ist zum Beispiel das Irbesartan. Und auch hier sehr schön zu merken, die ganzen AT1-Rezeptor-Antagonisten, die enden immer auf Sartan. Ja? Das sind, also die werden auch Sartane teilweise genannt, ja? Also, weil es ein bisschen kürzer ist zu sagen. Candesartan, Losartan, Valsartan. Genau. Und auch schön zu merken, ja? Die Wirkdauer ist einfach bei allen so um die 24 Stunden. Ja? Muss man gar nichts groß auswendig lernen, die wirken einfach alle 24 Stunden. Ich habe zwar extra mal die Halbwertszeit hingeschrieben, damit ihr seht, die sind unterschiedlich, aber weil die so langsam vom Rezeptor wieder abpicken, wirken die eben so lange. Prodrugs sind Losartan und Candesartan Cilexetil und die Elimination ist meist renal und biliär, rein biliär werden Tilmisartan. Gut. Was haben wir für Nebenwirkungen? Die sind wie die ACE-Hämmer grundsätzlich gut verträglich. Ist ja irgendwie keine Nebenwirkung, sondern eine Wirkung, aber wir haben auch teilweise eben starke Blutdruckabfälle, deswegen steht das hier. Sie haben natürlich auch die Aldosteron-Effekte, deswegen machen sie auch eine Hyperkalämie. Und hier steht auch noch Reizhusten und angioneurotische Ödeme. Finde ich teilweise auch überlegt, ist ja irgendwie ein bisschen unlogisch, weil wir haben gesagt, deswegen den Bradykinin vor allem diese Reizhusten. Und die AT1-Antagonisten, die wirken ja gar nicht auf diese Bradykinine. Ja? Also das hat ja gar keine Interaktion mit dem ACE. Und da habe ich eben gefunden, dass eben das Losartan, das war eins der allerersten Sartane, die es gab. Und das hat halt auch teilweise ACE-hemmende Eigenschaften gehabt. Und deswegen hat man dort diese Nebenwirkung festgestellt und deswegen steht das meistens auch dabei. Also es kann auch passieren, aber extrem, extrem unwahrscheinlich. Also deutlich seltener über den ACE-Hämmer. So ist es eigentlich korrekt. Und, habe ich auch gesagt, sie aktivieren die AT2-Rezeptoren. Da ist die Bedeutung wahrscheinlich, also ist auf jeden Fall antiinflammatorisch. Bedeutung war nicht so ganz klar, was es jetzt wirklich dann für Folgen hat. Aber tendenziell kardioprotektiv. Wechselwirkungen und Kontraindikationen sind analog zu den ACE-Hämmern.
Und sie sind, also hier habe ich mal dazu geschrieben, Mittel der zweiten Wahl. Also das zweite Wahl ist wirklich ein Anführungszeichen. Wir lernen danach die Therapie und man kann sie natürlich auch als erste Wahltherapie geben. Aber grundsätzlich, die ACE-Hämmer sind länger auf dem Markt, die Sartaner sind ein bisschen neuer, sie sind auch noch teurer wie die ACE-Hämmer, sie wirken beide irgendwie gleich gut, deswegen fängt man meistens mit den ACE-Hämmern an. Aber sie sind auch First-Line-Therapie. Anwendung eben Hypertonie und natürlich analog in der chronischen Herzinsuffizienz. Gut. Gibt es zu den ACE-Hämmern oder zu den Sartanen noch eine Frage? Weil es wichtig zu verstehen. Okay. Dann kommen wir zum letzten Punkt, wo wir ins RAS-System eingreifen können. Ganz unten, wenn wir alles zu den Antagonisten geben. Und hier ist er schon erwähnt, dazu auch nochmal später bei den kaliumspannenden Diuretika. Die machen ja nichts anderes. Also die machen schon was anderes, aber gleiche Wirkgruppe. Dynamik, sie hemmen einfach kompetitiv am Aldosteron-Rezeptor und bis dann die Wirkung wirklich passiert, geht das relativ lange. Ja? Wirkbeginn und Wirkdauer sind extrem verzögert. Also da komme ich auch später bei den kaliumspannenden Diuretika drauf. Aber sie haben einen günstigen Einfluss auf das Remodeling. Ja? Sie werden gut resorbiert und das Spironolactom hat eine lange Halbwertszeit von 17 bis 22 Stunden. Beim Eplerenon sollte man noch die Typ 3A4-Inaktivierung im Kopf haben. Nebenwirkung auch logisch, macht eben Hyperkaliämie. Und weil wir eben am Aldosteronrezeptor rumfummeln, das Spironolacton vor allem macht eben schlimme Nebenwirkungen. Sollte man auch im Hinterkopf haben und auch also wissen, eben die Gynäkomastie, Potenzstörung und Menstruationsstörung. Gut. Man setzt sie eben ein, vor allem Hauptanwendung, noch in der mittelschweren und schweren Herzinsuffizienz und natürlich, wenn wir zu viel Aldosteron haben. Das ist selbst erklärbar. Kommen wir später bei den Diuretika nochmal genau drauf, also zeige ich dir. Gut, weil wir kommen jetzt eh zu den Diuretika und die wirken ja in der Niere. Deswegen kurzer Physiologie-Einschub. Wie ist die Niere aufgebaut? Wir haben das Glomerulum am Anfang, wo das Vas afferens reingeht und das Vas efferens raus. Und die Niere insgesamt, die besteht eben aus ungefähr 1 Million von Nephrons, also wir gucken jetzt uns ein Nephron gleich an. Und das hat eben verschiedene Abschnitte. Ich habe gerade eben mit dem Glomerulum angefangen. Und das hat als Hauptaufgabe zu filtrieren. Der nächste Teil ist dann der proximale Tubulus. Da findet ja mit Abstand die meiste Resorption statt. Dann haben wir die Händeschleife und im Anschluss daran ein Punkt, der extrem wichtig ist, jetzt für spätere, da werde ich jetzt gleich lang drauf eingehen, ist der Makuladenser-Bereich, juxtaglomerulärer Apparat. Wir sehen hier, kommt nochmal eine Verbindung, wo eben der Harn gemessen wird, was hier drin ist, der Primärharn, und das hat dann einen Feedback-Mechanismus hier hin. Wieso, weshalb, warum, sehen wir gleich im Anschluss. Aber ich habe es hingeschrieben, das ist so ein Natriumdetektor. Da wird einfach gemessen, wie viel Natrium ist in meinem Primär. Im Anschluss kommt der distale Tubulus und dann haben wir das Sammelrohr. Und welche Bereiche sind jetzt also nicht wasserdicht, wo kann Wasserrückresorption stattfinden? Das sind diese blauen Bereiche, ja? Und die Bereiche sind eben wasserdicht. Und was auch noch wichtig ist, damit hier auch Wasser rückresorbiert werden kann, dass das Nierenmark hyperton ist. Nur deswegen kann man quasi das Wasser wieder aus dem Sammelrohr rausziehen am Schluss. Die Niere ist außerdem noch ein endokrines Organ. Wir haben es ja gerade beim RAS-System gesehen, dass eben über Beta-1-Reize Renin ausgeschüttet wird. Ja? Und diese ganze Kaskade, die wir gerade durchgenommen haben, dann auch in Gang kommt. Ich habe hier noch ein paar Erinnerungen zur Filtration und zur renalen Ausscheidung von Block 9 reingemacht. Ganz, ganz kurz, das kennt ihr schon. Wir haben eine Stützmembran. Moleküle, die größer wie Albumin sind, können eben nicht hier durch. So eine Benchmark ungefähr. Und das ist auch der Grund, warum nur freie Anteile glomerulär filtriert werden können. Hat ein Pharmakon eine hohe Proteinbindung, dann hat es deswegen auch eine höhere Halbwertszeit, weil es eben hier schlechter ausgeschieden werden kann.
Was passiert jetzt, wenn unser Basalmembran geschädigt ist? Das Albumin kann durchfallen, wir haben Proteine im Harn und man nennt das dann nephrotisches Syndrom. Es gab diese drei Möglichkeiten zur renalen Ausscheidung. Wir hatten die ausschließliche Filtration, Filtration plus Resorption oder Filtration plus Sekretion. Wie groß ist der renale Blutfluss? Die Niere ist extrem gut durchblutet. Sie bekommt 20-25% vom Herzzeitvolumen ab. Eben ein Herzschlag, haben wir gesagt, 70 Milliliter. Frequenz sind 70 Schläge pro Minute, immer so ungefähr 4,5 Liter pro Minute. Und wenn man dann so 20-25% sich ausrechnet, sind das eben 1,2 Liter Blut pro Minute. Ist schon einiges. Ja? Und Plasma ist ungefähr die Hälfte vom Blut, also sind 600 Milliliter die Minute renaler Plasmafluss. Wie viel Primärharn produzieren wir? Das sind 100 bis 200 Milliliter die Minute. Ich finde, das klingt noch relativ irgendwie, hat man so kein wirkliches Gefühl dafür. Aber 170 bis 180 Liter am Tag ist schon eine große Größe. Wird da eben rausgedrückt und ist dann der Primärharn, der durch die Schleifen geht. Wie viel Sekundärharn kommt raus? Das sind dann eben nur noch 1,5 Liter. Also immer wichtig, die beiden Größen im Kopf zu haben. GFR ist um die 120 Milliliter pro Minute und renaler Plasmafluss sind 600 Milliliter die Minute. Jetzt stellt sich ja die Frage, deswegen auch die Folie, hier so mega viel Primärharn und hier relativ wenig, was dann wirklich im Endeffekt rauskommt, Sekundärharn. Irgendwie muss es da einen Zusammenhang geben, irgendwie muss das gesteuert sein. Ja? Weil wenn wir hier 100% und im Sekundärharn noch 1% davon. Wie passiert das überhaupt, diese ganze, dass eben nur noch 1% übrig bleibt? Über tubuläre Reabsorption, man zieht Elektrolyte raus und Wasser folgt nach. So, und wie wird jetzt angepasst? Also wie wird das jetzt angepasst? Wie wird das reguliert? Über den sogenannten tubuloglomerulären Feedback. Ja? Und im Namen steht schon versteckt, zwischen welchen Partnern dieser Feedback stattfindet. Das ist eben zwischen dem Tubulus, deswegen Tubulo, und zwischen dem Glomerulum, zwischen der Wasserafferenz. Das heißt, es wird im Tubulus gemessen, wie viel Natrium ist da, und daraufhin wird das Glomerulum und die GFR angepasst. Wir schauen uns an. Wir merken uns irgendwie, die Macula Densa ist irgendwie so eine Art Messgerät oder Detektor, die eben unsere Konzentration im Filtrat, im Primärharn misst. Ja. Hier wird es reingedrückt, filtriert, dann läuft es hier lang und jetzt sind wir hier an der Stelle, wo einfach nochmal nachgemessen wird. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Niere stellt fest, ja super, wir haben genug und ausreichend resorbiert. Ja. Also hier, ja, wenn genug und ausreichend resorbiert, dann wird sie hier wenig Natrium messen, ja, weil die Niere hat es geschafft, das ganze Natrium wieder rauszuziehen. Was hat das für Folgen? Die Niere sagt, ja, ich kann einfach mehr, ja, steigere mir mal meine GFR und schütt mal Renin aus und ich kann mehr, ja, ich bin überhaupt nicht überfordert. Misst man hier jetzt ganz viel Natrium, dann sagt sich die Niere, oh, ich habe es gar nicht geschafft, das ganze Natrium hier rauszuziehen. Mach mal langsam vorne, mach mal die GFR kleiner, weil ich komme jetzt schon nicht nach, mein Natrium zu resorbieren. Und das ist eben dieser ominöse Feedback. Hier wird gemessen und dann wird hier entschieden, mit der Maßafferenz, lasse ich überhaupt noch was rein, lasse ich mehr oder weniger rein. Wie funktioniert das jetzt auf zellulärer Ebene? Die Partner sind eben, um die es jetzt geht, das Maßafferenz, habe ich gerade gesagt, die Macula Densa, die das misst, und eben der Urin, der hier, also eigentlich, ja, primär eigentlich, ja, nicht der Urin, das finde ich komisch, aber der hier getestet wird, wie viel Natrium drin ist. Ja? Und was passiert jetzt? An unserer Basafferenz dauert die ganze Zeit in Vesikeln verpackt, das Renin darauf freigelassen zu werden. Ja? Also das ist vorproduziert, das kann jederzeit ausgeschüttet werden. Und wie jede Zelle hat sie eben
Rezeptoren, einen GS-gekoppelten und einen GI-gekoppelten. Und was machen die? Haben wir ja schon gelernt alles. Die machen aus ADP CAMP. Und das CAMP hat zwei Wirkungen dann auf die Zelle. Zum einen sorgt sie für mehr Renin-Ausschüttung und zum anderen wirkt sie vasodilativ. Ja? Das heißt, Vasafferenz geht auf und die GFR steigt auch. Ja? Gut, hier rechts haben wir plakativ eben, wir haben GS gekoppelt und GI gekoppelt. Jetzt ist die Frage, was bindet denn überhaupt an diese Rezeptoren? Und an diesen GI gekoppelten ist das eben das Adenosin und an den GS gekoppelten sind das Prostaglandine. Und jetzt gehen wir das mal gedanklich durch. Wir sagen, wir haben jetzt einen Fall, da misst die Macula Densa extrem viel Salz ist da noch drin. Ja? Und wir haben gesagt, das ist ein Zeichen für die Macula Densa. Bitte, bitte mach mal langsam was, Afferenz, lass mal weniger rein. Ja? Ich komme gar nicht hinterher mit meiner Rückresorption. Wir haben hier einen Kanal, der eben Kaliumchlorid und Natrium reinlässt. Um den geht es auch später nochmal intensiver. Und jetzt vor allem wichtig, schauen wir uns mal das Natrium an. Ja? Das Natrium kommt jetzt in die Zelle und Natrium hat hier folgende Wirkung. Es hemmt die COX-2. Ja? Das heißt, es entstehen weniger Prostaglandine und es wird dann im Anschluss über die Natrium-Kalium-ATPase aus der Zelle geschleust. Und was passiert bei der Natrium-Kalium-ATPase, wenn die auf Hochtouren läuft, weil die so viel Natrium rauspumpen muss? Ja, sie macht aus ganz viel ATP, ganz viel ADP und Adenosin. Ja? Also es entsteht viel Adenosin. Das heißt, haben wir viel Natrium in der Macula Densa Zelle, haben wir wenig Prostaglandine, viel ADP, viel Adenosin, ja, und dann eben diese Effekte. Ja. In dem Fall ist da, also der Weg gesteigert. Das heißt, wir hemmen die CAMP-Bildung, wir werden wenig Renin bekommen und Vasodilation. Gut. Aber ich werde es gleich nochmal, also wir gehen es plakativ jetzt nochmal zusammen durch, weil es gibt jetzt quasi zwei Grenzfälle. Ja. Zum einen den Fall, also hier nochmal plakativ, wie es funktioniert. Wir haben gesagt, hier gibt es einen Kanal, der die Salze reinlässt. Und es geht uns primär ums Natrium. Und ich habe gesagt, das Natrium hemmt die COX-2 und wirkt positiv auf die Adenosinbildung, ja? Weil eben die Natrium-Kalium-ATPase so viel arbeiten muss. Die COX-2 würde normalerweise Prostaglandine bilden, also das bedeutet einfach nur, das ist positiv und einfach unten, das korreliert positiv. Und dann haben wir gesagt, die Prostaglandine, die wirkt positiv auf die Renin-Ausschüttung und vasodilativ. Und das Adenosin wirkt negativ auf die Vasodilation, macht also Vasokonstriktion und wirkt negativ auf die Renin-Ausschüttung. Haben wir viel Renin-Ausschüttung und viel Vasodilation, haben wir auch eine gesteigerte GFR. Jetzt die zwei Grenzfälle. Grenzfall 1, es wird viel, viel Natrium und Chlorid an der Macula Densa gemessen. Ich habe gesagt, das ist ein Zeichen dafür, dass die Resorption nicht vollständig funktioniert. Das heißt, wir haben viel, viel Natrium hier in unserem Harn. Der wird hier eingeschleust über den Transporter. Das Natrium steigt an. Das heißt, wir haben auch viele Adenosin und wir haben wenig COX-2-Funktion und deswegen auch wenig Prostaglandine. Wir haben also wenig Renin-Ausschüttung und wir haben Vasokonstriktion. Und deswegen auch eine geringere GFR. Das ist der Feedback, wenn die Macula Densa viel Natrium ist. Und genau konträr, wenn ich wenig Natriumchlorid in meinem Harn habe. Dann funktionieren die ganzen Pfeile genau andersrum. Gibt es dazu Fragen? Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Gut. Dann schauen wir uns das Glomerulum nochmal an, weil ich habe ja gerade die ganze Zeit über diese Vasafferenz gesprochen. Und grundsätzlich, mal plakativ aufgemalt, haben wir hier unser GFR, die rausrückiert, und hier unseren renalen Plasmafluss. Und was kann jetzt eben passieren? Ja, das Adenosin haben wir gerade schon kennengelernt. Ja? Wir können eben die Vasafferenz eine Kontraktion damit machen. Ja? Also Noradrenalin und Endothelin macht das auch. Dann haben wir eine sinkende GFR und ja, das muss wieder auch sinken, ja. Kommt insgesamt weniger rein. Was könnte man theoretisch noch machen? Ja, ich könnte ja irgendwie auf die Idee kommen, das Vasafferenz zusammenzuziehen.
dann wird man den EFR hier steigern, weil hier insgesamt steigt der Druck, ja, und dann wird auch hier mehr rausgepresst, weil er quasi der Ausgang verstopft ist. Das macht das Angiotensin 2, ANP und auch das Endothelin. Und die Vasokonstriktoren aufhalten, das machen die Prostaglandine und auch ANP oder NO kann das auch. Die Abbildung erklärt uns eigentlich auch ganz, ganz gut, echt einen wichtigen Fakt. Vor allem ältere Menschen brauchen die Prostaglandine, um ihren Blutfluss in der Niere aufrechtzuerhalten. Ja? Deswegen können COX-Inhibitoren zum Nierenversagen bei älteren Patienten führen. Ja? Immer im Hinterkopf haben. Und nur Zusatzinfo, ich denke sicher nicht seminarrelevant, was können wir dann bei Nierenversagen geben? Eben das Paracetamol oder auch das Metamizol. Da aber bitte immer Akanozytose als Nebenwirkung im Hinterkopf haben. Der Körper sagt immer, ich möchte unbedingt mein Natrium behalten. Ich will es bitte, bitte behalten, weil Natrium absolute Mangelware in der Natur ist. Kalium dagegen ist wirklich überall drin, also in Bananen und überall ist Kalium irgendwie drin. Und deswegen ist das Ziel vom Körper, das zu konservieren. Und wie macht er das? Er hat zwei Hauptmechanismen. Zum einen, das ist eine Umlung, mit dem zweiten anzufangen, da haben wir gerade drüber gesprochen, ist eben dieser glomeruläre Feedback hier. Und das zweite, was er macht, das ist einfach wichtig, um die Nebenwirkungen von den Diuretika zu verstehen. Er denkt sich, bin ich ganz am Schluss und merke hier auch noch, dass ich viel Natrium habe, da bin ich bereit, das eben gerade einzutauschen. Ja? Und wenn ich hier viel Natrium habe, zur Not tausche ich ganz am Schluss den Sammelbau. Weil bei Natrium will ich auf jeden Fall behalten. Das ist extrem wertvoll. Gut, was für Wirkstoffgruppen gibt es? Das sind die Carbohydratase-Hämmer, Schleifendiuretika, Thiazid-Diuretika und die Kaliumspannendiuretika und es gibt noch sonstige, auf die ich später zu sprechen komme. Gut, ich würde jetzt kurz 5 Minuten Pause machen. Hier ist eine kleine Frage, damit ihr noch da bleibt. Also ihr seid mit eurem besten Freund für die nächsten Monate im tiefsten Urwald auf euch allein gestellt. Aus Langeweile habt ihr euch ein Bambus-Blutdruckmessgerät gebastelt und ihr diagnostiziert schockiert eine essentielle Hypertonie. Wie könnte jetzt eine First-Line-Therapie zur Blutdrucksenkung aussehen? Möglichkeit A, ich habe die Maibäche gesammelt, einfach essen. Möglichkeit B, ihr habt ein Haarwuchsmittel dabei. Und sagt ihm, ja, hey, was gegen Haarausfall hilft, das muss auch jetzt helfen, gegen deine Hypertonie. Möglichkeit C, ihr fangt eine Schlange, ihr erkennt, das ist die Botrops Yaraka. Daraus gewinnt ihr ein Schlammgift und gibt es eurem Freund. Und Möglichkeit D, ihr findet zufällig in eurer Tasche Viagra-Tabletten. Und dann sagt ihr, ja, wenn die jetzt schon mal da sind, dann nehmt die. Also wenn ihr da bleibt, dann könnt ihr die Frage nachher beantworten. Und dann vielen Dank, bis gleich. So, ich war bei den Diuretika stehen geblieben. Und was sind jetzt Diuretika? Das sind Harn-3-Mittel. Und das Ziel ist immer, irgendwie eine negative Flüssigkeitsbilanz zu erreichen. Ja? Wir wollen irgendwie mehr ausscheiden. Und bei den sogenannten Sanuretika passiert das, indem wir mehr Salze ausscheiden. Ja? Folgender Gedanke: Wenn wir mehr Natrium im Harn haben, dann wirkt er ja osmotisch, ist osmotisch aktiv. Dann haben wir auch mehr Wasserausscheidung. Und was sind jetzt unsere Wirkmechanismen? Ja, wir hemmen einfach die Natriumrückresorption. Dann haben wir insgesamt eine negative Natriumbilanz. Wir scheiden mehr Natrium aus. Und dadurch scheiden wir auch mehr Flüssigkeit aus. Das ist die ganze Idee dahinter. Und jetzt als erste Überlegung. Zu welcher Tageszeit gibt man den Diuretika? Und das ist eben morgens, sagt der Hausverstand, weil gebe ich es dem Patienten abends, dann muss er die ganze Nacht aufs Klo, der arme Patient. Ja? Deswegen immer morgens geben. Gut. Wo sind jetzt unsere verschiedenen Angriffspunkte? Sind hier aufgetragen und jetzt gehen wir eben einzeln drauf ein. Ich fange an mit den Carbohydratase-Inhibitoren. Die wirken hier am proximalen Tubulus. Und was machen die?
der Name verrät es ja, ja, die hemmen die Carbohydratase. Die sorgen dafür, dass hier H+ entsteht. Ja? Und wenn wir jetzt diese Carbohydratase hemmen, haben wir weniger H+. Hier gibt es dann den H+-Natrium-Austauscher. Und der kann weniger H+ raustransportieren, also wird auch weniger Natrium reintransportieren. Ja? Das heißt, wir haben insgesamt unser Natrium außen behalten und werden das tendenziell eher ausscheiden. Ja? Also die Carbohydratase macht dann nichts anderes wie eben Kohlensäurebildung, ja? H2CO3, und das ist jetzt gehemmt, deswegen haben wir weniger H+-Ionen und eben mehr Natrium bleibt im Lumen. Das ist das, was wir gerade gesehen haben in der Abbildung. Aber wir sehen schon, die steigern relativ wenig, nur die H-Menge, ja, nur 5-8%. Und, also wirklich, als Theoretiker haben die auch eigentlich heutzutage keine Bedeutung mehr. Das ist ein obsolet. Man setzt sie nur noch ein beim Glaukom, lokal oder systemisch, und bei der Prophylaxe von der Höhenkrankheit. Warum? Weil, also wenn man auf den Berg gehen, ganz schnell, ja, dann haben wir zu wenig Sauerstoff. Das heißt, wir atmen ganz schnell, wir kriegen irgendwie eine Alkalose und unser Körper, also wir haben ja hier, weil wir das HCO3 durch die Carbohydratase nicht mehr umgebaut bekommen, haben wir jetzt einen höheren HCO3-Verlust. Ja. Das ist eben auch eine Nebenwirkung, ja, wenn er einen Carbohydratverlust. Und deswegen entsteht als Nebenwirkung hier eine metabolische Azidose auch. Ja, und die wirkt eben dieser Höhenkrankheit entgegen. Ganz, ganz wichtige Nebenwirkung, weil die haben alle Diuretika, bis auf die kaliumspannenden Diuretika, ist eben diese Hypokaliämie. Und wir werden nachher bei den kaliumspannenden Diuretika verstehen, warum das so ist. Aber wir erinnern uns an das, was ich vor der Pause gezeigt habe. Der Körper will unbedingt das Natrium behalten und er ist am Schluss im Sammelrohr bereit, Natrium gegen Kalium einzutauschen. Ja? Und das sehen wir jetzt eben hier. Wir hemmen hier die Rückresorption vom Natrium. Das heißt, ab hier haben wir eine hohe Natriumkonzentration. Ja? Und das sind jetzt zwei Effekte. Zum einen, die Macula densa misst hier hohen Natriumspiegel. Und wir haben gelernt, hoher Natriumspiegel an der Macula densa heißt, oh mein Gott, die Niere denkt, ich komme gar nicht mehr hinterher mit der Resorption. Bitte mach die was abwärts zu. Ja? Das ist der erste Grund, warum die nicht gut wirken. Und das zweite ist eben, also die GFR geht runter. Und das zweite ist eben, dass hier unten der Körper immer bereit ist, dann noch das Natrium gegen Kalium auszutauschen. Deswegen die Hypokalämie. Gut. Dann sind die alle, also Acetazolamid und also alle, die aufgeführt sind, Sulfonamide. Deswegen machen sie auch gerne Allergien. Und selbst erklären, dass wenn man eh schon einen gestörten Säure-Base-Haushalt hat, dann nicht unbedingt da noch drin rumfuschen sollte an dieser Bicarbonatausscheidung. Also da sind sie kontraindiziert. Gut, dann kommen wir zu den Schleifendiuretika. Und die wirken eben jetzt auf diesen, den Kanal haben wir schon vorhin kennengelernt, auf diesen NKCC-Kanal. Ja? Der macht ein Natrium, zwei Chloridionen und ein Kalium, bringt er als Kotransporter in die Zelle. Und jetzt ist eben ganz, ganz wichtig zu verstehen, diesen Transporter, den gibt es im aufsteigenden Teil der Händeschleife, da wirkt es ja, aber auch in der Macula densa, ja, die ist ja genau genommen ein Teil davon. Ja? Das heißt, diese Schleifendiuretika hemmen einerseits den Transporter hier und eben auch unseren Detektor, ja? Unsere Macula densa. Und wir erinnern uns, ja, wie gerade bei den Carbohydratase-Inhibitoren. Ab hier wird die Natriumaufnahme verhindert. Ab hier müssen wir jetzt eine hohe Natriumkonzentration haben. Ja? Und man könnte jetzt auch zu Recht sagen, gerade eben habe ich gesagt, die Carbohydratase-Inhibitoren, die wirken schlecht, weil der glomeruläre Feedback quasi die Wirkung aufhält. Ja? Und genau das gleiche haben wir hier eigentlich auch, weil hier ist das Natrium hoch. Hier müsste jetzt ja eigentlich auch die GFR runterreguliert werden. Ja, weil unser Primärhahn hat eine hohe Konzentration an Natriumchlorid. Und wir würden erwarten, Fall 1, den ich vorhin gezeigt habe,
Wir messen viel Natriumchlorid an der Magnesia und deswegen müsste die GFR nach unten gehen. Ja, das haben wir vor der Pause besprochen. Aber was passiert jetzt? Wie ich gerade gesagt habe, hemmen die auch diesen Kanal, der das Natrium in die Zelle bringt. Ja? Das heißt, unser Detektor ist quasi kaputt. Oder was heißt kaputt? Er wird getäuscht. Wir haben zwar ganz, ganz viel Natriumchlorid hier im Harn, aber in unserer Zelle haben wir ganz, ganz wenig, weil das Natrium gar nicht reinkommt. Und jetzt ganz spannend, die Makuladensa, obwohl wir schon richtig am Natrium ausscheiden sind und damit viel Wasser schon mitziehen und eigentlich der Feedback jetzt hemmen müsste, wird ausgetrickst und denkt auch noch, hey, ich könnte noch viel, viel mehr, gib mir noch viel, viel mehr. Die Wasserafferenz geht noch weiter auf und deswegen haben diese Schleifenchloridika am Anfang so einen unglaublich starken Effekt und können so unglaublich viel ausspülen, weil wir quasi den Feedback austricksen. Ja? Die GFR steigt noch über, über diesen Feedback. Und man nennt sie deswegen auch High-Ceiling-Diuretika, weil sie eben, wir können Harnflüsse, also wenn wir genug Flüssigkeit und Elektrolyte nachfüllen, bis zu 35 bis 45 Liter pro Tag ermöglichen. Ja? Das ist unglaublich viel. Gut. Also, Pharmakodynamik haben wir schon gesagt, wir hemmen den Natrium-Kalium-Chlorid-Symporter. Ja? Und sowohl in der Endeschleife als auch in den Makuladensa-Zellen. Wir haben allerdings auch, das ist hier wichtig, das habe ich vorhin kurz übersprungen, hier ist normalerweise physiologisch ein Membranpotential. Ja? Das ist so zwischen 4 und minus 10 Millivolt. Ja? Und das braucht, also das ist nötig, damit das Kalzium, das Magnesium hier rückreserviert werden kann. Ja? Also physiologisch können wir hier schön Kalzium, Magnesium rückreservieren, aufgrund von diesem Gradienten. Ja? Das ist eben die treibende Kraft dafür. Aber der Gradient geht uns jetzt kaputt, weil unser Antreiber für den Gradient hier jetzt ausgenommen wird. Das heißt, wir verlieren unser Membranpotential und wir können nicht mehr so gut das Kalzium und das Magnesium rückreservieren. Das ist eben mit dieser Potentialdifferenz eliminiert gemeint. Ja? Gut, wir haben hier eine Natriuresesteigerung um fast 25%. Es kommt fast ein Viertel mehr raus. Das ist richtig, richtig, richtig viel. Und eben auch interessant oder gut, wir können es auch einsetzen, wenn die GFR ganz gering ist. Ja? Wir sehen das hier bei der Anwendung. Eben bei drohenden Nierenversagen können wir das auch geben, weil wir eben den Feedback austricksen und dann eine höhere GFR entwickeln. Wie ist die Kinetik? Wir haben eine gute Resorption nach oraler Gabe, Halbwertszeit zwischen 1 und 3 Stunden und eine Wirkdauer, die ein bisschen länger ist. Sie werden tubulär sekretiert und im Harn eben dadurch konzentriert, dass langsam das Wasser rückreserviert wird und plötzlich die Konzentration dann steigt. Nebenwirkungen sind sich alle schön logisch über die Physiologie herzuleiten. Hypokalämie, wie bei allen Diuretika, außer die Kaliumspannenden, logisch, weil wir am Schluss dann das Natrium gegen das Kalium tauschen, weil der Körper unbedingt das Natrium behalten will. Hypokalzämie und zu wenig Magnesium, weil wir gesagt haben, wir haben die Potentialdifferenz zerstört. Es kann jetzt weniger rückreserviert werden. Ototoxisch, weil es eben diese Transporter auch im Ohr gibt. Ja? Und Hyperurikämie, weil es eben auch über den Ohr zerzerniert wird. Und es sind auch alles Sulfonamide, deswegen auch immer die Gefahr von Allergien. Was für Wechselwirkungen haben wir? Auf die kommen wir später, das ist eigentlich ganz wichtig. Mit den digitalen Glykosiden und der Hypokalämie. Warum, weshalb, wieso? Später. Also, ich denke, so eine halbe Stunde kommen wir darauf zu sprechen. Wann setzt man es ein? Vor allem, wenn man Ödeme hat, die man austauschen will. Ja? Und zwar bei lebensbedrohlichen Ödemen im Gehirn und in der Lunge. Man kann es auch in der Herzfrequenztherapie einsetzen und auch theoretisch in der Hypertonie. Warum es nicht so mega geeignet ist, kommen wir gleich dazu. Was passiert sonst noch? Durch dieses Ausspülen waschen wir leider auch unseren Tonizitätsgradienten aus, ja? Den wir brauchen, um das Wasser im Sammelrohr rückzureservieren. Das einfach im Hinterkopf behalten. Und man hat einfach festgestellt, also Schleifendiuretika erhöhen ja den renalen Blutfluss, haben wir gesagt, und steigen die Diurese.
und man hat einfach festgestellt, dass wenn man Coxhämmer gibt, beide Effekte inhibiert werden. Und man ist sich nicht so ganz sicher, wo das herkommt, aber man denkt dann eben, vielleicht sind doch irgendwie Prostaglandine an dem Effekt beteiligt, den die Schleifentheoretiker haben. Ja. Also kann man sich aber nicht so 100% erklären. Jetzt kommen wir zu den Thiaziden, die extrem wichtig sind für uns in der Hypertonietherapie. Und das ist auch heute so das Hauptthema ein bisschen. Was machen die? Die hemmen jetzt einfach im frühen Tumulus den Natriumchlorid-Kotransporter. Ja? Und wiederum kommt weniger Natrium in die Zelle, wir haben mehr Natrium im Blumen und scheiden das aus und Wasser kommt mit. Und jetzt eine Frage: Beeinflussen denn jetzt die Thiazid-Theoretiker unseren Feedback-Mechanismus? Ja? Und die Antwort ist nein, weil die liegen ja hier hinten. Ja? Und deswegen ist jetzt hier die Natriumkonzentration hoch. Und deswegen misst die Makrotensor gar nicht so hohe Natriumwerte. Und deswegen ist es auch nicht selbstlimitierend. Ja? Deswegen wirken die eigentlich. Ja? Also im Gegensatz zu den Carboaminotatase-Hämmern, wo gleich der Feedback sagt, mach mal langsam, merkt hier unser Messgerät, merkt nichts davon, ja? Weil es weiter distal eben geschieht. Wir haben keinen selbstlimitierenden Effekt. Gut, Dynamik haben wir eigentlich schon besprochen. Wir hemmen eben den Natriumchlorid-Transporter. Unser theoretischer Effekt, fast 10%, lässt sich auch sehen. Wir haben teilweise auch ein bisschen eine Hemmung von der Carboanhydratase. Ja? Das, natürlich, das führt dann wieder ein bisschen dazu, dass die GFR senkt. Also das ist halt eben teilweise der Fall. Und irgendwie, man weiß nicht warum, stimulieren die auch die Kalziumreduktion. Ja. Wann wirken die? Ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, nachdem man sie gegeben hat. Und haben dann auch eine längere Halbwertszeit als Theoretiker, teilweise bis zu 30 Stunden. Ja. Und auch eine schön lange Wirkdauer. Nebenwirkungen. Ist immer schön, kann man immer sagen, eben bis auf die Kalbenspanne-Theoretiker, Hypokaliämie. Ja? Deswegen ist das immer fett, weil das auch eben eines der wichtigsten Sachen. Ja? Und eben nicht über Kalziämie, weil wir ja diese Kalziumeffekte haben, wo keiner weiß, wo sie herkommen. Gut. Wo setzt man sie jetzt ein? Vor allem eben in der arteriellen Hypertonie. Warum? Zeige ich euch gleich. Und man kann sie auch in der Herzinsuffizienztherapie einsetzen, wenn Ödeme vorliegen. Und eben ganz interessant, weil wir die Kalziumresorption irgendwie steigern, warum auch immer, kann man sie auch einsetzen, wenn man kalziumhaltige Konkremente im Haar hat. Weil dann geht ja die Kalziumkonzentration runter und die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie größer, dass sie sich auflösen. Jetzt wichtig zu verstehen, wenn man die Thiazid-Diuretika, also zum Beispiel das Hydrochlortyrazid oder das Dortalidon, über Wochen gibt oder mehrere Tage, dann hat das wirklich einen blutdrucksenkenden Effekt. Aber man weiß eigentlich gar nicht genau, wo der herkommt. Weil initial ist klar, es ist ein Diuretikum, das heißt, ich reduziere mir mein zirkulierendes Blutvolumen, irgendwie habe ich weniger Druck im System. Das ist alles logisch. Ja? Aber man beobachtet halt, wenn man es länger gibt, dass irgendwie insgesamt auch der periphere Gefäßwiderstand runtergeht. Ja? Und man denkt da, das liegt wahrscheinlich daran, dass irgendwelche Kaliumkanäle geöffnet werden. Also dieser Effekt ist noch nicht ganz klar untersucht. Jetzt folgende Aufgabe zum bisschen mitdenken. Erkenne das Theoretikum als die Aufgabe. Und auf der Y-Achse habe ich das Harnvolumen aufgetragen, also der Unterschied im Harnvolumen, was jetzt passiert, ja? Und rechts die Zeit. Und ein erstes Theoretikum hätte jetzt von mir aus irgendwie so eine Wirkung, ja? Und ein zweites diese Wirkung. Ja? Wir schauen uns die Kurven mal an. Das hier macht eine ganz aggressive Diurese und dann nehmen wir das auf und macht sogar teilweise irgendwie eine Retention. Und das hier hat einen schönen langsamen Effekt, der auch anhält. Ja? Und das sind ganz typische Kurven für das Blaues in das Schleifentheoretikum. Mit dem man wunderschön Ödeme ausspülen kann, ja? Weil das hat ja am Anfang noch über diesen, das quasi trickst dann noch unseren Feedback aus, wir haben super hohe Diuresen, ja? Und dann noch diesen Abfall nachher. Das Thiazid-Theoretikum, das wirkt eben schön langsam. Und jetzt ist die nächste Frage, die ich dir anschließen möchte. Welches von diesen Diuretika haltet ihr denn geeigneter für die Therapie von der Hypertonie? Ja?
Und meine Frage ist, soll das Ziel sein, dass der Patient sich entwickelt wie möglich, so schnell wie möglich? Oder wollen wir langfristig schön das einstellbar haben und haben eben auch einen langfristigen Hypertonieeffekt? Deswegen setzt man die Thiazid-Diuretika da hauptsächlich ein, und zwar gerne ein. Also Schleifendiuretika kann man teilweise auch geben, aber eben die Thiazid-Diuretika sind eigentlich das Mittel der Wahl, wenn man ein Diuretikum gibt. Aus den genannten Gründen. Weil das geht ja ratzfatz hier. Ja? Gut, wir kommen schon zu der letzten Gruppe der Diuretika. Das sind eben die kaliumsparenden Diuretika. Und die wirken jetzt ganz, ganz unten am Sammelrohr. Das dreht haben wir vorhin schon mal gesehen, ja? Das ist Amyloid, das dreht, die Rhodopton, kann drehen, ja? Und hier verstehen wir jetzt eben, normalerweise wird hier im Sammelrohr das Natrium gegen das Kalium ausgetauscht. Ja? Natrium kommt rein, wird hier Natrium Kalium Antipyrase rausgepumpt und das Kalium wird dafür ausgetauscht. Und deswegen machen unsere ganzen anderen Diuretika Hyperkalämien, weil wir extrem viel Natrium hier haben und dann der Körper sich denkt, das will ich unbedingt behalten, ich gebe dir dafür Kalium lieber haben. Gut. Und wie wirken die jetzt? Das Amyloid und das Triamteren, die wirken auf diesen ENA-Kanal hier, ja? Das ist eben der Natriumkanal an den Epithelzellen. Und das Aldosteron, das Chironolakton, die wirken hier richtig sogar auf die Transkription hier, ja? Deswegen wirken die auch so langsam und so lange. Und die normalerweise werden hier neue ENAs gebildet und neue Natrium-Kalium-Antipyrasen. Und die beiden Stoffe verhindern das eben. Ja? Wir haben also weniger ENAx und dadurch dann mehr Natrium im Harn. Gut. Die Natriuresesteigerung ist trotzdem relativ schlecht, ja? Weil es eben ganz hinten nur wirkt. Und das haben wir gerade gesagt, Amyloid und Triamteren, die blockieren diese Kanäle, diese ENAx. Und die anderen, die wirken richtig als Transkriptionsfaktor. Was für eine Kinetik haben wir? Da sieht man das auch ganz schön eigentlich. Amyloid, die wirken ja relativ schnell, ja? Weil die müssen nur den Kanal hemmen. Die anderen brauchen ja, 1 bis 2 Tage, bis man wirklich mal einen Effekt sieht. Ja? Aber dafür wirken sie auch länger. Die Verfügbarkeiten sind eben ja 50 oder bei Spironolacton und Eplinaron 70%. Jetzt aufpassen, die machen, aber steckt ja zum Glück im Namen schon versteckt, jetzt eine Hyperkalämie als Nebenwirkung, ja? Und ist vor allem gefährlich, wenn wir gleichzeitig auch AC-Hemmer geben, ja? Weil AC-Hemmer machen ja auch Hyperkalämie und dann dazu noch das kaliumsparende Diuretikum, sehr, sehr gefährlich. Und wo setzen wir uns eigentlich ein? In der chronischen Herzinsuffizienz, ja? Und man setzt noch, außerdem kann man es auch gut einsetzen natürlich, wenn man es mit einem anderen Diuretikum kombiniert, weil dann hält sich irgendwie diese Hyperkalämie und Hypokalämie dann doch irgendwie die Waage. Gut, das waren jetzt die ganzen Saluretika. Jetzt kommen noch die zwei kleinen Sonderfälle, auf die ich echt nur ganz, ganz kurz eingehe. Das ist das Mannitol, das ist eben Osmodiuretikum. Das ist ein hydrophiler Zuckeralkohol, der überhaupt nicht verstoffwechselt wird. Ja? Und irgendwie logisch, der kommt in den Harn und ist osmotisch wirksam und zieht deswegen Wasser. Ja? Nichts anderes macht er. Und wo setzt man ihn so gerne ein? Beim Hirnödem und beim Glaukom. Und warum? Weil die Blutierenschranke und die Augenkapillaren undurchlässig gemanit sind. Das ist logisch, die bleiben auf der Seite, also hier ist das Auge und hier bleibt es, kommt nicht rein und sind hier osmotisch wirksam. Das heißt, das Wasser wird zum Mannitol gezogen. Ja? Genau das gleiche beim Hirn. Das kommt nicht durch die Blutierenschranke, das Wasser wird aus dem Hirn rausgezogen. Deswegen kann man es auch nicht bei generellen Ödemen geben, weil alle anderen Organe sind man nicht durchlässig. Wichtig im Hinterkopf beim Mannitol, bei einer chronisch schlechten Nierenfunktion bitte nicht geben, weil dann wird der Körper nicht mehr los. Ja. Dann noch, kennt ihr, für euch frischer als für mich, vom Block 10, ja, die Glyphosine,
Und damit macht man sich eigentlich einfach eine Glucoserie. Ja? Man kann es, die Glucose wird nicht mehr rückresorbiert und wir haben plötzlich Glucose im Harn. Ja? Das ist irgendwie wie Diabetes mellitus und natürlich muss ich mehr aufs Klo. Allerdings finde ich persönlich keine so gute Idee, weil alles Mögliche, was man vom Diabetes kennt, ja, den Harnwegsinfekt zum Beispiel als Nebenwirkung. Gut, damit haben wir schon die kompletten Diuretika und Rasmolatoren abgeschlossen. Und kommen wir zum Kapitel der vasodilatierenden Pharmaka. Ich will ganz kurz, weil wir die Begriffe jetzt teilweise ein bisschen brauchen, noch auf ein paar Begriffe von der Herzphysiologie eingehen. Also wir haben immer gesagt, Hypertrophie ist Kraft, ja, die drei gehen wir auf. Und was jetzt wichtig ist zum weiteren Verständnis für heute, ist die Vorlast, ja, oder die Preload. Das ist immer das, was nach der Diastole im Herz ist, ja, das Volumen eben. Und die Nachlast ist das, wo das Herz dagegen anpumpen muss, gegen was es rausdrücken muss, ja, dem der periphere Widerstand. Und jetzt ist wichtig zu verstehen, oder eigentlich ist das genial gelöst, ja, das Herz passt sich, also in physiologischen Grenzen, an die Vorlast an. Also je höher die Vorlast, umso mehr Kraft hat auch das Herz, ja, weil es ja auch mehr rauspumpen muss. Ja. Also ich kenne keine Maschine, die das könnte. Und das geht eben über den Frank-Starling-Mechanismus. Und nur noch mal als kurze Erinnerung, hier haben wir eben die kardiale Leistungsfähigkeit aufgetragen und auf der X-Achse die enddiastolische Wandspannung oder ich habe es jetzt mal vereinfacht, einfach Vorlast genannt. Ja? Und jetzt gibt es, also das ist eine Theorie, warum das so funktioniert, eben irgendeinen optimalen Abstand von Aktin zu Myosin und da hat das Herz seine, also da liegen diese, das Myosin und Aktin liegen da perfekt aufeinander und dann hat das Herz die größte Kontraktionskraft, ja? Die größte Power. Und physiologisch, wenn wir jetzt irgendwie in Ruhe sind oder was auch immer machen, dann sind wir da drunter irgendwo hier. Und jetzt ist klar, bin ich irgendwo hier in Ruhe, habe ich irgendeine bestimmte kardiale Leistungsfähigkeit. Und jetzt steigt plötzlich die Vorlast, dann muss das Herz auch eigentlich mehr Arbeit leisten und es kann es, weil die Position wird optimaler und jetzt kann die Leistungsfähigkeit gesteigert werden, wenn ich zum Beispiel Sport mache oder so oder was auch immer. Ja? Und jetzt als Vorgriff für gleich, also für später oder gleich für die Herzinsuffizienz. Da ist schon das Herz massiv überdehnt. Ja? Es ist hypertroph, es ist überdehnt und da sind wir irgendwo in dem Bereich. Und deswegen, auch wenn man immer lernt, der Vorlast steigert, in der Regel mehr Kraft, das ist hier für später keine gute Idee mehr. Weil wir müssen eigentlich, das ist eine gute Idee, die Vorlast zu senken. Weil wir wollen ja irgendwie wieder hoch Richtung Gelb, Richtung optimaler Bereich. Jetzt ein kleines Schockbild, vasodilatierende Pharmaka, überall da können wir wieder eingreifen, ja? Aber keine Angst, wir kriegen das jetzt schön gebündelt hin. Wichtig ist, dass wir uns merken, wie beim Muskel, die Kontraktion funktioniert über Calcium, ja? Calcium ist immer ein Kontraktionsion, ja? Und dilatiert wird gerne über NO und auch über Prostaglandin. So, also die Tabelle ein bisschen angucken. Und wie kann ich jetzt grundsätzlich vasodilatieren? Und das Schöne ist, eine große Gruppe haben wir schon kennengelernt. Weil, ich habe vorhin gesagt, Angiotensin 2 ist ja der, ist ja ein super Vasokonstriktor. Und deswegen können wir über die Rasmodulatoren quasi schon mal vasodilatieren. Dann auch logisch, Alpha-1-Antagonisten. Der Alpha-1-Rezeptor ist gekugelkoppelt, steigert Calcium. Können wir auch einsetzen, aber das macht der Amino mit euch im Sympatholytikum-Tutorium, also bei dem Herz, bei dem Antiarrhythmika. Und eben die Gruppen, gehen wir jetzt noch schnell zusammen durch, das sind die Calcium-2-Antagonisten, die Calcium-Antagonisten. Und da gibt es eben drei verschiedene Gruppen. Das ist wirklich wichtig zu merken, das wird ganz, ganz sicher geprüft. Da gibt es eben die Dihydropyridine und die sind für uns heute relevant. Die wirken nämlich nur am Gefäß. Die haben nur eine ganz, ganz geringe Herzwirkung. Dann gibt es die Benzodiazepine, die wirken am Gefäß und am Herz. Und die Phenylalanine, die wirken am Gefäß, auch, also auch am Gefäß und am Herz. Und es ist ja irgendwie klar, wenn ich jetzt einen Patient habe, der nur an der Hypertonie leidet, dann will ich ja nicht irgendwie am Reizweiterleitungssystem rumfummeln am Herz. Da versuche ich natürlich, Calcium-Antagonisten zu geben, die nur am Gefäß wirken. Und auf die anderen Pharmaka gehen wir dann auch noch ein, auf die anderen Gruppen.
Wie kann ich ihn jetzt grundsätzlich, also wen kann ich ihn jetzt grundsätzlich vasodilatieren? Arteriolen. Das sorgt dafür, dass der periphere Widerstand runtergeht und ich deswegen einen geringeren Nachlass habe. Das Herz muss gegen weniger drücken, gegen weniger arbeiten. Dilatiere ich Venen? In Venen, das sind die großen Kapazitätsgefäße, ja, das ist viel Kapazität. Wenn ich die noch größer mache, verringere ich die Vorlast. Und wenn so ein Mittel Arterien dilatiert, dann sind meistens auch die großen Koronargefäße dabei. Also das sollte man sich jetzt merken für gleich. Und hier sieht man schon, eben die Nitrate, die wirken hauptsächlich venös und die Calcium-Antagonisten eher arteriell. Und mit dem Calcium-Kanalblockern fangen wir jetzt an. Und das sind alles Themen für das Antiarrhythmika-Tutorium. Es gibt verschiedene Calcium-Kanaltypen. Ja? Und für uns jetzt relevant ist der langsame, der L-Typ. Ja? Der macht eben an der Gefäßmuskulatur, sorgt der für den Calcium-Einstrom. Ja? Und dann sind noch weitere Typen, die aber alle für das System am Herzen wichtig sind. Ja? Auf die gehe ich jetzt nicht ein. Und diesen L-Typ-Kanal wollen wir jetzt blocken. Ja? Und das machen wir jetzt eben über die Dihydropyridine. Nifedipin und Amlodipin, ganz wichtig. Nitrenipin, die sind immer die Pin-Entnehmer. Ja? Und die haben eben ihren Hauptwirkungsort nur am Gefäß. Was machen die jetzt? Habe ich schon gesagt, die hemmen den L-Typ-Calcium-Kanal. Und, also vor allem, das Nifedipin, oder es gibt kurz- und langwirksame, das werden wir gleich sehen. Diese kurzwirksamen, die machen eine ganz, ganz rasche Blutdrucksenkung und die Nachlass geht runter. Also bei allen geht die Nachlass runter. Nur das Problem ist, wenn wir schnell den Blutdruck senken, dann denkt der Körper, hier stimmt was nicht, ich muss Sympathikus aktivieren, ja, dann gibt es so eine Reflexhalgalie, ja. Plötzlich gibt es einen schnelleren Herzschlag, das RAS-System wird aktiviert. Also eine rasche Blutdrucksenkung ist eigentlich gar nicht so in unserem Sinne. Wir wollen irgendwie langsam den Blutdruck senken, um keine Reflexe vom Körper auszulösen. Die Hydropyridine, die wirken vor allem auf Arterien und Arteriolen. Ja? Also hier Arteriolen, schon bei einer geringen Dosis. Das ist einfach eine Dosiswirkungskurve hier. Und erst bei einer ganz, ganz hohen Dosis fangen die an, im venösen System rumzuspielen. Ja? Und eben wichtig, das sind Calcium-Antagonisten, die nur am Gefäß wirken. Wir haben insgesamt eine gute orale Bioverfügbarkeit. Und so eine Besonderheit ist eben das Nifedipin, das wird stark hepatisch metabolisiert. Und jetzt ist wichtig, das habe ich gerade versucht ein bisschen anzureißen, die mit der langen Wirkdauer, die sind wichtig für uns in der Hypertonietherapie. Das Amlodipin, das Felodipin, das Nicardipin, das Nisoldipin, das Nitrenipin. Weil eben wir da weniger Reflexhalgalien bekommen. Wir bekommen weniger Aktivierung vom RAS-System, weil es eben so langsam passiert. Ja, wenn man von 0 auf 100 den Blutdruck senkt, dann denkt der Körper, oh mein Gott, ich muss gegensteuern, ich werde gleich ohnmächtig oder so. Ja. Und auch noch interessant, das Amlodipin wird über CYP3A4 metabolisiert. Gut, Nebenwirkungen, Gegenregulation habe ich schon gesagt, eben vor allem bei kurzwirksamen Calcium-Antagonisten. Ja. Je langsamer unsere einsetzende Wirkung, je länger die Halbwertszeit, desto weniger Gegenregulationsmechanismen. Und deswegen ist auch so Amlodipin echt ein gutes Mittel dort, ja? Zum Beispiel. Ja? Was für Nebenwirkungen gibt es sonst? Kopfschmerzen, wir können rot werden, einen Flush bekommen, Wärmegefühl, Hitzewallung und eine orthostatische Hypotonie und Schwindel. Gut, angewendet wird es bei Prinzmetallangina, ja, das ist so eine vasospastische Angina. Und man kann es auch beim Renault-Syndrom anwenden. Und allgemein bei der arteriellen Hypertonie. Wichtig auch, weil sie auch oft eingesetzt werden, auch die sind in der Schwangerschaft absolut kontraindiziert. Dann haben wir schon die Calcium-Kanalblocker durch und schauen uns jetzt die KATP-Kanalöffner an. Und was macht der KATP-Kanal? Der ist, wenn ATP intrazellulär viel unterwegs ist, geschlossen. Und haben wir viel ADP, dann ist der offen. Ja? Und Wirkstoffe sind eben Minoxidil und Nicorandil. Und woher kennen wir jetzt diesen Kanal? Ja, aus Block 10. Ja? Weil er war bei der Insulinfreisetzung beteiligt. Dann nämlich das gleiche gemacht, wie er es auch am Gefäß macht. Ja?
Er hat eben, wenn viel ADP da ist, zugemacht und wenn ADP da ist, hat er aufgemacht. Und warum ist es schlau, so einen Kanal auch am Gefäß zu haben? Ja, kann man sich erst überlegen, hey, was soll jetzt ATP und ADP mit meinem Gefäßtonus zu tun haben? Aber ich finde das eigentlich ganz logisch. Habe ich ischämische Bedingungen, ja, dann habe ich ja viel ADP. Dann geht unser Kanal auf, es kommt zur Hyperpolarisation und unsere spannungsabhängigen Kalziumkanäle können schlechter aufgehen. Ja? Das heißt, wir haben weniger Kalzium-Einstrom und deswegen eine Vasodilatation. Und das ist ja auch das, was ich brauche, wenn ich ischämische Bedingungen habe. Dann brauche ich ja mehr Nährstoffe, da macht es Sinn, die Gefäße aufzumachen. Deswegen ist dieser Kanal eigentlich ganz toll. Gut, wie er wirkt, habe ich gerade gesagt, er bindet eben an der Untereinheit und macht dann eben eine Hyperpolarisation. Es wird weniger Kalzium-Einstrom, also der Kanal geht dann auf, ist hyperpolarisiert, es strömt weniger Kalzium ein und wir haben eine Vasodilatation. Auch hier geht der periphere Widerstand schön runter, haben wir wieder ausgeprägte blutdruckssenkende Effekte. Außerdem wirkt er stark auf die Koronarien. Weil er so ausgeprägte blutdrucksenkende Effekte hat, haben wir auch hier immer wieder als Nebenwirkung so eine Reflexdrainage. Ja? Und das immer nicht so gut, weil eben der Körper mit Sympathikus reagiert und Beta 1, haben wir vorhin gesehen, das RAS-System aktiviert und das RAS-System ja eigentlich wieder den Blutdruck hoch macht. Ja? Das ist immer das Problem, wenn was zu schnell wirkt. Dann kann es Perikardergüsse machen und eben leider auch macht das, deswegen ist es auch vor allem für Frauen nicht geeignet zu geben, macht das mega Behaarung, ja? Sowohl im Gesicht, am Rücken, an den Extremitäten. Und deswegen ist das tropisch heutzutage hauptsächlich als Haarwuchsmittel unterwegs. Ja? Das schmiert man sich auf die Glatze und dann wächst ein bisschen Haar nach. Würde man es jetzt in der Hypertonie geben, wo es noch Reservemittel ist, dann immer in Kombination geben mit einem Beta-Blocker und einem Diuretikum. Warum? Weil wir haben eine Sympathikus-Aktivierung, die hätte ich nochmal einen Beta-Blocker und ich habe RAS, ja, und damit ich meine Salzausscheidung minimiere, gebe ich das Diuretikum. Ja? Gut. Dann kommt eine schöne Gruppe. Hydralazin, Dihydralazin. Warum schön? Gibt es quasi nichts zu lernen, weil man nicht weiß, wie sie wirken. Ja? Die machen eben vor allem Arteriolen und kleine Arterien auf, der periphere Widerstand sinkt. Aber auch hier, Vorsicht, können Reflexhalogenien können passieren. Ja? Die haben einen hohen First-Pass-Effekt und dadurch, dass sie acetyliert werden, erinnern wir uns, das hatten wir schon mal ähnlich bei den Antibiotika, bei Isoniazid. Gibt es schnelle Acetylierer und langsame Acetylierer und dementsprechend ist die Bioverfügbarkeit. Bei den schnellen Acetylierern habe ich eben weniger, bei den langsamen habe ich mehr. Antihypertensiver Effekt, so 6 bis 8 Stunden. Und Nebenwirkungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Flasch. Und eigentlich interessant, es kommt zu so einem Lupus-ähnlichen Syndrom, ja, sogar jeder fünfte. Und es werden sogar auch wirklich lupus-spezifische Antigene im Blut gefunden. Das Mittel, ja, man weiß nicht, wie es wirkt, hat teilweise so komische Nebenwirkungen. Warum gibt es das überhaupt noch? Und das ist hier im Fett gedruckt, weil man es eben in der Schwangerschaft einsetzen kann. Ja? Wir haben bisher fast immer nur, oder vielleicht, ich weiß gar nicht, bisher alle waren teratogen. Jetzt haben wir endlich mal eins, was wir in der Schwangerschaft einsetzen können. Gut. Und auch hier gilt wieder, wenn wir es jetzt bei Nichtschwangeren einsetzen, dann geben wir es zusammen mit Beta-Blocker und Diuretikum. Jetzt kommen wir zu den Endothelin-Rezeptor-Antagonisten. Vorhin habe ich dieses Schockbild gezeigt und da war unter Kontraktion Endothelin versteckt. Also macht es jetzt Sinn, einen Antagonist zu geben, der dann eben zu einer Dilatation führt. Und es gibt verschiedene Rezeptoren. Es gibt den Endothelin-A-Rezeptor und B. Ja? Und in der Klappenmuskulatur sind A und B. Und da wirken sie konstruktiv insgesamt. Und am Endothel gibt es nur ECB. Da wirkt er dann also plötzlich vasodilatativ.
Aber insgesamt, wenn man sich die Summe anschaut, hat das insgesamt konstruktive Effekte. Und dann gibt es folgende Pharmaka, das Bosentan und das Macizentan, die sind unselektiv. Und das Amrizentan, das ist selektiv für den ETA-Rezeptor. Und von der Kinetik her interessant ist eben, dass sie über CYP3A4 und CYP2C9 metabolisiert werden. Und deswegen haben sie auch eben die Wechselwirkung mit zum Beispiel Warfarin oder eben dem Kontrazeptivum hier, dass er über CYP3A4 metabolisiert wird. Wo setzt man es ein? Vor allem eben in der pulmonalen Hypertonie. Und auch hier wieder kontraindiziert in der Schwangerschaft. So, nur mal als kleine Zwischenmotivation. Wir haben schon richtig viel geschafft. Jetzt nur noch drei Wirkstoffgruppen. Ja. Gut, wir kommen jetzt zu den NO-Donatoren. Ja. Wir greifen jetzt, wir wollen jetzt steigern hier diesen Pathway. Ja. Die NO-Donatoren machen die Kohlenhydratzyklase an, mehr CBMP, ja, Lysinphosphatase und wir kriegen insgesamt eine relaxierende Bewegung. Gut. Wie wirken die NO-Donatoren? Ja, und die Vertreter sind bekannt, das Nitroglycerin, das Isosorbid-Dinitrat, das Isosorbid-Mononitrat. Ja, man sieht schon relativ schnell, wenn man sich die Strukturformel anschaut, naja, die gehen alle irgendwo halt an NO ab. Ja? Und so wirken die einfach. Deswegen heißen die auch NO-Donatoren. Und das NO wird eben erst durch Enzyme frei, ja, und dieses Enzymsystem, also diese Enzyme, die das freisetzen, die sind vor allem an Venen vorhanden und deswegen wirken die NO-Donatoren vor allem aus Venösesystem, ja, weil da einfach mehr Enzyme sind. Und wir sehen dann hier zum Beispiel das Nitroglycerin, das wird von Mitochondrium, kommt das Mitochondrium und dann wird das NO frei. Hier das Isosorbid-Mononitrat geht eher über das endoplasmatische Retikulum. Ja, und ein Sonderfall ist das Molsidomin. Das wird hepatisch metabolisiert. Ja? Das ist das Einzige, was irgendwie davor metabolisiert werden muss. Ja? Gut. Wie ist die Dynamik? Jetzt sind wir eigentlich gerade am Bild schon durchgegangen. Wir aktivieren durch das NO die Gonadalzyklase, das CGMP steigt, die Proteinkinase G wird aktiviert, die Myosinphosphatase wird aktiviert und wir haben eine Vasodilatation. Und hier jetzt eben im kompletten Unterschied zu den gerade kennengelernten Calcium-Antagonisten, hier wieder Dosis-Wirkungskurve. Wir wirken vor allem aufs Venösesystem. Ja? Deswegen steht da zuallererst Dilatation großer venöser Kapazitätsgefäße. Das sorgt dafür, dass die Vorlast runtergeht und die Nachlast erstmal nicht angetastet wird. Ausnahme ist das Nitroprusid-Natrium. Das wirkt von vornherein auf beide Systeme. Ja? Deswegen geht hier die Vorlast und die Nachlast runter. Ja. Und eins ist auch klar, steigere ich wie wild die Dosis, ja, dann geht auch schon irgendwann alles auf. Ja? Aber grundsätzlich setzt man es ja hier erstmal in den venösen Bereich rein. Gut. Außerdem hat es noch eine hemmende Wirkung auf die Thrombozytenaktivierung. Alkinetik, haben wir es meiste auch schon jetzt eigentlich gesagt, wird freigesetzt an der glatten Muskulatur. Ausnahme Molsidomin, ja, das braucht eine hepatische Freisetzung. Das Nitroglycerin, das so bekannt ist, ja, hat einen hohen First-Pass-Effekt. Deswegen, ja, man kennt das ja, man macht ein, zwei Hügel in den Mund, ja, dann wird es über die Mundschleimhaut resorbiert. Und deswegen macht man eben hier Sublingual-Spray oder IV. Das hat eine sehr, sehr schnelle Wirkung und eine kurze Halbwertszeit. Und deswegen auch nur eine relativ kurze Wirkdauer. Das ISDN hat einen verzögerten Wirkantritt und wirkt ein bisschen länger. Genau. Und eben das Molsidomin ist ganz, ganz wichtig für, also nicht ganz, ganz wichtig, ist wichtig zu wissen, dass das als einziges hepatisch metabolisiert wird. So. Gut. Wichtige Nebenwirkung ist, oder wichtiger Effekt in der Kinetik ist diese Nitrattoleranz. Ja? Wir haben bei allen Nitraten das Problem, dass wir relativ schnell einen Wirkverlust haben bei einem konstant hohen Blutspiegel. Deswegen, also wichtig sich zu merken, eine wiederholte Gabe von den NO-Donatoren
führt schon innerhalb von einem Tag zu Toleranzeffekten. Aber das Gute ist, dass die Toleranz reversibel ist. Und deswegen versuchen wir immer, so nach 12 Stunden einen nitratfreien Intervall zu haben. Ja? Dann kriegt der Patient weniger von diesem Toleranzphänomen ab. Ja? Zum Beispiel in der Nacht. Wie erklärt man sich diese Toleranzentwicklung? Man denkt zum einen, dass es an der Gegenregulation liegt, ja? Dass einfach RAS und Sympathikus hochgeschaltet werden. Man denkt, dass irgendwelche Radikale, ja, Superoxidanionen damit was zu tun haben. Und was man nicht relativ genau weiß, die Entodulatoren, ich habe gesagt, die Enzyme machen die aktiv, also machen das NO frei. Das macht vor allem die Aldehydrogenase. Und die ist, nachdem sie diesen Schritt gemacht hat, oxidiert. Und damit sie quasi wieder reduziert wird, braucht es Thiole. Und diese Thiole gehen jetzt einfach irgendwann leer und müssen wieder aufgefüllt werden. Und das ist eben auch so ein Effekt, wie Toleranz entstehen kann. Gut. Wechselwirkung, vor allem wichtig mit den PDE5-Hämmern, auf die wir gleich kommen. Da kriegen wir sehr, sehr starke Blutdruckabfälle. Jetzt noch eine wichtige, also die Nebenwirkung. Vor allem wichtig und interessant, die paradoxe Nitratwirkung. Ja? Weil der Blutdruck, das ist genau das Gleiche, wie wir gerade immer schon mehrfach gesagt haben. Weil wir den Blutdruck so schnell runterbekommen, denkt der Körper, hier stimmt was nicht. Ja? Also stellen wir uns vor, wir haben einen Patienten mit pectanginösen Beschwerden, der bekommt ein Nitro-Spray, der Blutdruck geht runter, der Körper denkt, oh mein Gott, Blutdruck sinkt, ich mache noch mehr Blutdrucksteigerung. Ja? Das führt dazu, dass der O2-Verbrauch, der Sympathikus geht an, der O2-Verbrauch am Herz steigt sogar noch und er hat plötzlich größere Beschwerden als davor. Wichtige Nebenwirkungen, auch Kopfschmerzen, wie der Gesichtsrötung, Flasch, und Schwindeln. Die Anwendung, die geht ihr morgen früh mit der Miranda durch, das ist eben vor allem bei der Angina pectoris. Gut, jetzt könnte man sagen, okay, an diesem Weg, ja. Ja, ja, also da kommen wir jetzt eh gleich dafür, dazu, ja, da kommen wir 2 Folien weiter, ja. Aber es stimmt, ja. Ja, naja, ja zum Teil, aber das Besondere am Viagra ist ja, dass ja vor allem diese PDE5 vor allem im Geschlechtsorgan vorhanden ist. Deswegen hast du da den großen Effekt, ja. Und das hast du überall verteilt, ja. Also. Und da sehen wir jetzt, also die Kollegin will schon ganz schnell hier runter, aber wir sind noch einen Schritt weiter davor. Weil wir haben jetzt hier einen Odorsonde durchgemacht, jetzt könnte man auch auf die Idee kommen, die Gonadenazoglase zu aktivieren. Das ist relativ neu auf dem Markt, das Mittel. Und es aktiviert einfach die Gonadenazoglase und der weitere Weg ist genau gleich. Ja? Es hat eine gute orale Biofiltbarkeit, Halbwertszeit auch 7 bis 12 Stunden. Wir haben natürlich wenige Nebenwirkungen und wir vor allem ist auch in der pulmonalen arteriellen Hypertonie eingesetzt. Warum sonst nicht in der Hypertonietherapie? Ganz einfach, weil, also habe ich vorhin schon ein bisschen angerissen, die ACE-Hämmer, die gibt es halt jetzt wirklich schon ewig, ja, und die wirken super. Und wir dann einfach in den Studien zeigen können, dass das Rio-Ciguat einfach nicht besser wirkt als die ACE-Hämmer. Also warum sollte man dann umstellen auf so ein neues Präparat, wenn man weiß, die ACE-Hämmer wirken nicht schlechter, ja? Das ist der einzige Grund. Jetzt kommen wir zum Viagra, zum Sildenafil, einen Schritt tiefer, ja. Und zwar gibt es die Phosphodiesterase, die das CGMP abbaut. Ja? Und jetzt ist wichtig, es gibt verschiedene Isoformen, also kommen wir später bei dem positiv-ionotropen Pharmaka noch kurz drauf. Es gibt verschiedene Isoformen von dieser Phosphodiesterase in verschiedenen Gewebetypen. Ja? Und diese Phosphodiesterase 5, die ist eben vor allem im Geschlechtsorgan. Ja? Deswegen haben wir vor allem da die Effekte. Ja? Weil das war eigentlich gedacht, um quasi als allgemeines Antihypertonikum eingesetzt zu werden, aber man hat dann eben diese Effekte gesehen, lokal. Es wird eben der Abbau von CGMP gehemmt und ich habe dann mehr CGMP. Und eben vor allem eine dilative Parasympathikuswirkung auf das Corpus cavernosum. Das drückt dann meinen venösen Abfluss hier zusammen und der Penis schwillt an. Gut. Wir haben eine schnelle Resorption und falls jemand Sildenafil mal ausprobieren will, ist wichtig, dass man eben mindestens 1 Stunde vor der Entspannung ein. Also ein.
Halbwertszeit sind die 4 Stunden und sie werden hepatisch metabolisiert. Was dann für Nebenwirkungen? Wieder ganz ähnliche Kopfschmerzen, Schwindel, Flasch. Und das Sildenafil und das Vardenafil, die machen noch Störungen im Farbsehen, weil es eben, die auch ein bisschen auf die PDE6 wirken. Und die sind vor allem in der Retina. Wichtig ist die Wechselwirkung mit den Neurotransmittern, weil es ja eben zu einer ganz, ganz raschen Blutdrucksenkung kommen kann. Und eben, weil es ja über CYP3A4 metabolisiert wird, auch mit CYP3A4 hämmern. Und was man, also weil es ja dann doch relativ oft eingesetzt wird, das Sildenafil, ist wichtig, kontraindiziert, wenn jemand, also wenn ein Mann eben vorgeschädigtes Herz hat, dann muss man da wirklich dringend von abraten. Ja? Und jetzt noch quasi angewendet bei der erektilen Dysfunktion und in der pulmonalen Hypertonie. Jetzt haben wir endlich die ganzen Wirkstoffe durch, also für die Hypertonie. Aber es kommen nicht mehr viele, noch 2, 3 Gruppen gleich. Und jetzt können wir endlich mal über die Therapie und die Therapie anschauen. Ja? Wir erinnern uns an unser Männchen von ganz am Anfang. Das ist ja irgendwie, da haben jetzt noch mehrere Messungen nachgemacht und haben festgestellt, okay, sekundäre Hypertonie ausgeschlossen. Jetzt wollen wir ihn therapieren. Er hat eine primäre Hypertonie. Und das ist ein wichtiges Thema, was ich vorhin schon gesagt habe. Den Patienten muss man jetzt, da muss man wirklich an der Compliance arbeiten. Dem Patienten geht es wahrscheinlich gut, der merkt nichts. Aber er bekommt jetzt ein Mittel, wo wahrscheinlich Nebenwirkungen hat. Los geht's mit der Kochsalzrestriktion, weil die Salze den Blutdruck hochtreiben. Und jetzt gibt es laut Guideline folgende offiziellen Mittel der ersten Wahl. Das sind die ACE-Hämmer und die AT1-Antagonisten. Die haben wir ja kennengelernt, Angiotensin 2 bei unserer Supervasokonstriktor und den fahren wir damit runter. Mittel der ersten Wahl, auch Diuretika. Und jetzt wichtig, Calcium-Kanalblocker, nur die langsam wirksamen. Weil, das habe ich ja gesagt, sonst kriegen wir diese Reflexadrenalin. In Europa sind Beta-Blocker auch noch Mittel der ersten Wahl und in England und Amerika schon nicht mehr. Und es gibt dann 2 grundsätzliche Therapiemöglichkeiten. Möglichkeit 1, wir machen eine Monotherapie mit irgendeinem Mittel der ersten Wahl. Oder Möglichkeit 2, wenn der Blutdruck schon höher ist, wir machen eine Kombinationstherapie. Und zwar aus dem Diuretikum und irgendeinem Mittel der ersten Wahl. Ja, die sind laut Guideline quasi gleichwertig, aber, nächste Folie, man wählt sie eigentlich danach aus, nach Begleiterkrankung auch, ja? Weil, logisch, beim Asthma bronchiale ist natürlich ein Beta-Blocker irgendwie verheerend, ja? Bringt ja noch schlechter Luft, ja? Und so ganz grundsätzlich, auch bei den Kombinationen gibt es einfach viele, viele Möglichkeiten. Aber wahrscheinlich der ganz, ganz klassische Weg ist natürlich mit dem ACE-Hämmer anzufangen. Weil, ich habe schon gesagt, die gibt es ganz lange. Und die ganz klassische Kombi ist eben auch ACE-Hämmer und Thiazid-Diuretikum. Weil, wir haben ja schon gelernt, die ACE-Hämmer machen Hyperkalämie und die Thiazid-Diuretika, die machen Hypokalämie. Ja? Und das hält sich dann eben die Waage auch. Ist auch gut für den Kaliumhaushalt. Das Einzige, was meiner Meinung nach wichtig ist, ist die ungünstigen Kombinationen im Kopf zu haben. Ja? Gebe ich Beta-Blocker und langsamen Calcium-Antagonist, kann ich eben eine Bradykardie haben. Ja? Gebe ich ACE-Hämmer und kaliumsparendes Diuretikum, habe ich vorhin schon gesagt, kriege eine Hyperkalämie. Auch ungünstig ist hier sogar rot markiert in den Leitlinien, gebe ich ACE-Hämmer und ein weiteres Medikament, das in das RAS-System eingreift, kriege ich plötzlich Schlaganfälle. Ja? Also vermehrt. Deswegen soll man das auch nicht machen. Und Diuretika und Digitalis zusammen ist auch keine gute Idee, weil es kommt zu einer Wirkverstärkung. Warum, komme ich jetzt gleich drauf. Die Folie habe ich gemacht, weil sie eben auch ein Thema im Pharma-Tutorium ist, im Pharma-Seminar. Kontraindiziert haben wir gesehen, sind ganz, ganz viele Pharmaka, eben die RAS-Modulatoren, die Calcium-Antagonisten. Und was dann eben geben kann, ist eben Alpha-Methyldopa, Hydralazin und Glycyrralazin vor allem, ja? Und die anderen 3 auch, ja? Und auch im Hinterkopf haben, in der Schwangerschaft gelten andere Blutdruckgrenzwerte als natürlich beim Nichtschwangeren, ja, oder bei der Nichtschwangeren. Was mache ich in der hypertensiven Krise? Also eine hypertensive Krise ist, wenn ich plötzlich größer als 180 zu 20 bin
und noch keine Organmanifestation hat. Und ein Notfall ist, wenn es doch im Organ, in irgendeinem Organ was passiert. Zum Beispiel ein zerebraler Insult. Ja? Und da gebe ich als allererste Wahl das Dopaminil. Ja? Das ist ein Alpha-1-Antagonist. Und auch das, die Pharmaka, die jetzt dafür unbekannt sind, die geht ja zusammen mit dem Antiarrhythmika-Saturn durch. Ja? Da werden wir das Ganze machen. Antiarrhythmika, Sympatholytika und Sympathomimetika. Noch weitere Krankheitsbilder. Pulmonale Hypertension. Da geben wir Endothelin-Antagonisten, die Phosphodiesterase-5-Hämmer und die Guanylat-Cyclase-Stimulatoren. Und bei der Hypertonie folgen wir Pharmaka. Gut, jetzt will ich ganz, ganz kurz noch diese Frage auflösen, weil die können wir jetzt beantworten. Maiglöckchen, sind digitale Glykoside drin? Und die haben wir noch gar nicht besprochen, die kommen uns gleich noch im Abschluss, die letzten 10 bis 15 Minuten. Aber die sind nicht in der Hypertonie geeignet. Das Haarwuchsmittel, das haben wir kennengelernt, die Nebenwirkungen, das war beim KATP-Kanal nicht mehr. Ja. Dann ganz interessant, die AC-Hämmer wurden entdeckt, dass es Schlanggifte sind, also wurden aus Schlanggiften hergestellt. Ja. Und deswegen, schon mal ein heißer Tipp eigentlich, ja. Und D ist ja Viagra, haben wir gesagt, ein bisschen Natriumvitamin. Deswegen ist die Lösung C. Und da hat man quasi, so hat man quasi AC immer entdeckt. Man hat festgestellt, dass Schlangen die Leute gebissen haben und die haben plötzlich einen Blutdruckabfall gehabt. Ja, und dann hat man sich gedacht, da vielleicht eine gute Idee gegen Hypertonie. Und heute ist das wirklich das Standardmittel, das es gibt für Hypertonie, ist eigentlich die Schlangengift. So, ich würde sagen, jetzt machen wir das noch fertig. Noch 10 Minuten, Viertelstunde. Die Positiv-Ionotropen-Pharmaka. Da gibt es wieder einzelne Gruppen. Und eben vor allem wichtig, die digitale Glykoside in dem Fall, das Digoxin und Digitoxin. Dann gibt es PDE3-Hämmer, die sind jetzt eben vor allem am Herzen im Vergleich zu PDE5, also die Enzyme. Das PDE3 ist vor allem am Herz und das PDE5 eben nicht. Dann gibt es Kalium-Synthesizer und noch die Sympathomimetika, die eben der Abelino mit euch durchgeht. Gut, digitale Glykoside ist eben aus dem Fingerhut vor allem digitales Purpurä. Ja. Und was macht das? Das hängt die Natrium-Kalium-ATPase. Und hier links ist da die Natrium-Kalium-ATPase dargestellt, ein bisschen komplexer in den einzelnen Schritten. Was sind die wichtigen Messages aus diesem Bild? Zum einen, ja, wir sehen, es ist eh bekannt, die braucht ATP, verbraucht ATP. Und zum anderen sind verschiedene Stadien. Und unser digitales Glykosid kann nur wirken in Stadium, zwischen Stadium 3 und 4, ja? Wenn quasi gerade das Natrium rausgeht und das Kalium binden will. Ja? Dann kann es quasi aus Stadium 3 das Stadium 5 hier machen, dann, um quasi die Natrium-Kalium-ATPase inaktivieren. Das heißt, also plakativ gesprochen, irgendwie kann man sagen, das Kalium und das digitale Glykosid, die haben hier eine Konkurrenz darum, wer jetzt bindet. Ja? Bin ich das digitale Glykosid? Hier, dann wirkt es. Und ist so viel, also ist Kalium da, dann kann das digitale Glykosid nicht mehr binden, weil dann ist der Kanal, also die Pumpe, schon in Stadium 4 und jetzt kann digitales nicht mehr binden. Du musst da einmal warten, bis es wieder bei 3 ist. Und das ist der Grund, warum, wenn wir extrazellulär viel Kalium haben, haben wir eine abgeschwächte Wirkung vom digitales Glykosid. Weil wir sind in Phase 3 extrem viel Kalium unterwegs. Wahrscheinlich schaffst du es in Stadium 4. Ja? Andersrum haben wir extrazellulär wenig Kalium, haben wir eine Steigerung vom digitales Glykosid. Und jetzt gleich vorweggenommen, digitales Glykoside haben eine extrem, extrem geringe therapeutische Breite. Ja? Und ist extrem, extrem gefährlich. Und so Effekte muss man deswegen auf jeden Fall im Blick haben mit dem Kalium. Aber kann man sich so eben schön dann herleiten. Gut, aber wie wirken die denn jetzt positiv ionotrop, ist die Frage. Weil Natrium-Kalium-ATPase macht ja eigentlich Energie und Membranpotenzial und die hemmen wir jetzt ja. Es funktioniert wie folgt: Wir hemmen die Natrium-Kalium-ATPase. Und normalerweise, also hier ist extrazellulär, hier intrazellulär, normalerweise haben wir intrazellulär viel, viel Kalium, wenig Natrium und ganz, ganz wenig Calcium. Jetzt hemmen wir die Natrium-Kalium-ATPase. Und was passiert? Unser Gleichgewicht, unser Membranpotenzial wird nicht mehr so ganz aufrechterhalten. Das heißt, es wird vor allem auch Natrium ist plötzlich mehr da, ja? Also mehr wieder vor.
Und jetzt gibt es eben noch einen zweiten Rezeptor an der Membran, das ist der Natrium-Calcium-Austauscher. Ja? Und jetzt sieht man schön, der wird normal getrieben, ja? Wenn er mal Natrium reinbringt, ein bisschen. Ja? Und jetzt ist aber hier schon ganz viel Natrium, das heißt, dieser Transporter wird wahrscheinlich gar nichts mehr machen, ja? Weil hier ist ja schon viel Natrium drin. Ja? Und das hat jetzt eben zur Folge, dass eben weniger Calcium rausgepumpt wird, oder die Pumpe ist falsch, weniger rausgeht, ist ja keine Pumpe, ja? Weniger Calcium rausströmt und vermehrt intrazellulär bleibt. Und deswegen habe ich einen positiv ionotropen Effekt. Ist das eben klar? Gut, die Dynamik haben wir dann quasi damit durch. Weniger Natrium-Calcium-Austausch, freies Calcium steigt und eben sind Brabant-Zeige runter. Deswegen haben wir die sogenannte direkte Herzwirkung, positiv ionotrop, positiv barotrop. Es hat noch einen zweiten Effekt, die digitale Glykoside. Es stimuliert die zentralen Vaguskerne. Ja? Und das ist dann die indirekte Herzwirkung, das ist negativ chronotrop und negativ dromotrop. Sie haben beide, also Digoxin und Digitoxin, eine gute orale Verfügbarkeit. Das Digoxin ist vor allem wasserlöslich und kann deswegen unverändert renal ausgeschieden werden. Auch hier wieder die Nierenfunktion im Hintergrund haben. Und es hat die kürzere Halbwertszeit wie Sigitoxin. Deswegen kann man sich immer merken, das kurze Wort bleibt kurz drin. Ja? Sigitoxin hat kürzer wie das lange. Weil es hat eine Halbwertszeit von 6 bis 8 Tagen. Unter anderem auch, weil es eben weniger wasserlöslich ist. Deswegen auch unter anderem hepatisch eliminiert werden muss. Und auch logisch, es ist lipophiler, das heißt, es ist mehr an Plasmaproteine gebunden und hat deswegen eine längere Halbwertszeit. Ja? Weil es ja eben, ja. Wechselwirkung habe ich schon gesagt, die Wirkung steigt bei Hypokalämie und sie sinkt bei Hyperkalämie. Und ganz, ganz wichtig ist sich eben zu merken, die digitale Glykoside haben eine geringe therapeutische Breite. Wenn jemand anfängt und digitale Glykoside nimmt und ihm übel wird, er bricht oder Arrhythmien entwickelt, sind das absolute Alarmzeichen, da muss man sofort eingreifen, ja. Weil es wirklich echt sein kann, dass echt, wenn man zwei schon eine Tablette nimmt, das echt übel enden kann. Gut, eben Nebenwirkungen sind eben Arrhythmien, Übelkeit, Erbrechen und da wirklich sensibel für werden. Gut. Anwendung. Über 30, 40 oder 20 Jahre, ich weiß nicht ganz genau, der Klassiker in der Herzinsuffizienztherapie. Und da ist man jetzt weg davon. Das gibt man nicht mehr in der Herzinsuffizienztherapie, also nur noch, also nicht mehr Standardmittel. Ich erkläre gleich warum. Und man kann es mal voraufführen einsetzen. Dann noch ganz kurz eben die PDE3-Inhibitoren. Wie die wirken, haben wir bei den PDE5-Inhibitoren gesehen. Ja, das ist eben Amrinon, Milrinon. Und hier nochmal zur Übersichtshalber dargestellt, wo ist denn welche PDE-Inhibitoren hauptsächlich. Ja? Und die Sehfunktion haben wir vorhin als Nebenwirkung hier gesehen auf der Retina. Dann letzte Pharmakagruppe für heute. Das sind die Kalium-Synthesizer, die binden an Troponin C und stabilisieren dadurch den Komplex von Calcium-Troponin. Ja? Und insgesamt haben wir dadurch eine Erhöhung von der Herzschlagkraft. Und interessant, in höheren Dosen haben die auch ein bisschen PDE3-Inhibition. Also machen die das. Von der Kinetik, man kann es IV applizieren nur, und man setzt es nur noch eigentlich ein in der akuten Herzinsuffizienz. Und da sind wir jetzt beim letzten Thema. Wie therapieren wir denn eine Herzinsuffizienz? Warum habe ich gerade gesagt, dass die digitale Glykoside eigentlich nicht mehr wirklich eingesetzt werden? Da überlegen wir uns ganz kurz, was ist überhaupt eine Herzinsuffizienz? Ja? Und das ist eben, wenn das Herz nicht mehr genug Leistung erbringen kann, ja? Und quasi das Sauerstoff nicht mehr, die Sauerstoffversorgung nicht mehr sicher gewährleistet ist. Und auch, dass nicht mehr so sicher ist, dass genug Stoffwechselsubstrate ankommen. Und das Symptom schlechthin ist die Atemnot. Ja? Man wird müde, man hat Leistungsminderung und es entstehen noch Ödeme, zum Beispiel Lungenödeme bei der Herzinsuffizienz. Ja, schnell überlegt, das linke Herz pumpt nicht mehr genug, ja? Es wird nicht mehr genug perfundiert, es staut sich dann zurück, ja? Wo soll es hin? Und dann drückt es eben auch auf die Lunge, es entstehen Ödeme. Diagnose. Eben natürlich über Herzecho auch klar und eben Laborparameter das BNP oder eben das hat eine längere Halbwertszeit, das NT pro BNP.
Wir sehen gleich bei der Entstehung, warum das ein guter Marker ist. Wie teilt man es ein? Also je nach Myha-Klasse wird dann eben therapiert. Ist jetzt sicher noch nicht wichtig für euch, das genau zu wissen, wie man jetzt die Myha-Klassen einteilt, aber so Myha 1, man hat noch keine Symptomatik, also man ist quasi voll belastbar. Bei Myha 4 hat man schon Atembeschwerden, schon Luftnot, wenn man schon im Bett liegt. Ja. Und jetzt nochmal kurz, echt der letzte Gedanke, wo mir gedanklich bitte folgen muss kurz, weil das ist echt wichtig. Wie kommt es zu der chronischen Herzinsuffizienz? Ja? Und das, den Gedanken, den man machen muss, das zentrale Problem ist dann irgendwie, also wir haben eine schlechte Wirkung am Herzen, also das Herz pumpt nicht mehr genug. Und unser zentrales Problem ist jetzt eben, dass die Leute so wenig Pumpleistung haben, dass sie schon bei leichtester Anstrengung ihren Sympathikus aktivieren müssen. Ja? Das ist eigentlich das Problem. Ja? Wenn ich jetzt laufe, so, irgendwie so, dann ist mein Sympathikus hoffentlich nicht angesprungen jetzt. Ja? Aber habe ich nur noch wenig Herzleistung, dann ist selbst jeder Schritt für die Leute so anstrengend, dass der Sympathikus aktiviert wird. Ja? Das nennt man eben auch neurohormonale Gegenregulation. Und jetzt haben wir ja vorhin gesehen, eben ganz am Anfang, oder auch zwischendurch immer wieder, der Sympathikus kann über Beta 1 auch das RAS-System aktivieren. Ja? Und das Problem ist also, dadurch, dass jetzt jedes Mal bei jeder Kleinigkeit der Sympathikus aktiviert wird, jedes Mal geht das RAS-System an, jedes Mal kriege ich wieder höheren Blutdruck plötzlich, ja? Weil das RAS-System macht ja eigentlich einen höheren Blutdruck. Ich habe also plötzlich wieder Salz- und Wasserretention und meine Vor- und Nachlast, die steigen an. Ja? Und was ist das Problem? Das Herz muss jetzt eigentlich noch mehr leisten. Ja? Es wird noch mehr belastet. Durch die noch mehr Belastung geht das Herz noch mehr zugrunde und wir sind quasi wirklich in diesen Teufelskreislauf gefangen. Also das merken, das zentrale Problem ist eben, dass die Patienten bei leichtesten Anstrengungen eine Aktivierung von ihrem Sympathikus brauchen und eben diese ganzen Kompensationsmechanismen entstehen. Und jetzt erinnern wir uns auch an dieses Bild mit dem Angiotensin 2, also am AT1-Rezeptor. Da habe ich gesagt, ja, der macht vor allem, wenn das chronisch hoch ist, ja, wenn der chronisch aktiviert wird, dann macht der an Gefäßen und am Herz eine Hypertrophie und ein Remodeling. Ja? Und genau das ist der nächste Punkt. Durch dieses Angiotensin 2, auch das ist schlecht für meine Förderleistung, weil das Herz einfach hypertrophiert und irgendwie remodelt. Ja? Eine Zeit lang kann das gut kompensiert werden, weil natürlich auch durch die Vorhofdehnung und Herzdehnung BNP und AMP ausgeschüttet wird. Ja? Das führt dann wieder zu weniger Vor- und Nachlass und das kann es ein bisschen minimieren. Und das ist auch der Grund, warum eben quasi BNP so ein guter, also quasi so ein guter Marker ist, um zu schauen, wie weit die Herzen sind aus, also wie groß sie ist, ja? Oder wie wahrscheinlich ist es, eine zu haben. Weil habe ich extrem hohe BNP-Werte, spricht es ja schon dafür, dass hier irgendwas nicht stimmen kann, ja? Und ich vielleicht schon in so einem Kreislauf gefangen bin. Ist das eben klar, wie das entsteht? Also wirklich, das ist das, finde ich, für mich wäre das der Aha-Moment. Es liegt daran, dass die ganze Zeit der Sympathikus gepusht wird. Ja? Das ist das Problem. Und weil quasi das, was wir uns die ganze Stunde jetzt erarbeitet haben, diese RAS-Systemaktivierung, die macht das alles schlimmer. So, und wenn wir das verstanden haben, ist auch die Therapie eigentlich echt, ja, die kann man sich echt super überlegen, finde ich. Deswegen von das Gedankenmodell, wir machen mit unserer Kleingruppe eine Skitour. Ja? Das heißt, also für die Nicht-Österreicher, man läuft mit den Schienen auf den Berg. So. Es geht weiter, ja, und plötzlich sagt einer, oh Leute, ich kann überhaupt nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Das ist jetzt in unserem Beispiel unsere Herzinsuffizienz. Ja? Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die anderen Leute der Gruppe sagen, hey, komm, du schaffst das, hier, trink noch einen Red Bull oder was auch immer, du schaffst das, der Berg geht hoch, ja? Nichts anderes machen die Digitalis-Glykoside. Die pushen den und sagen, komm. Und das wird auch funktionieren, ja? Aber ist das wirklich langfristig erfolgsversprechend? Und man hat eben auch gesehen, dass die Digitalis-Glykoside langfristig eben dann doch keinen so guten Effekt haben. Obwohl es den Patienten natürlich am Anfang auch super geht. Weil plötzlich ist er wieder gepusht und denkt, jawohl, hier geht alles. Aber der Berg ist einfach nicht fertig. Wenn man das über 10, 20 Jahre macht, ist das nicht gut. Ja? Möglichkeit 2,
Die Gruppe einigt sich, ja, andere Route, anderer Berg, wir laufen einfach nicht so steil hoch. Und das finde ich persönlich schon mal eine echt gute Idee, ja. Er wird hier langlaufen können, ihm geht es auch wieder super. Und das ist quasi völlig äquivalent, wie dazu, dass wir die Nachlast senken, ja. Der muss gar nicht mehr so steil, der muss gegen gar nicht mehr so viel ankämpfen, ja, das Herz muss nicht mehr gegen so viel pumpen, es kann es hat weniger Kraftanstrengung zu integrieren. Dritte Möglichkeit, wir senken die Vorlast, ja. Das heißt, die Gruppe sagt, ja, hey, dein Rucksack, den nehmen wir dir ab, gar kein Problem. Und auch da geht es eben wieder, schafft es doch, weiter den Berg hochzulaufen. Ja? Und noch weiterer Effekt, wir haben außerdem gesagt, nicht nur die Vorlast sinkt und ich habe deswegen weniger Volumen zu pumpen, auch irgendwie gehen wir im Frank-Sterling-Diagramm in die richtige Richtung. Nämlich wieder, ja, wir sind ja so überdehnt, ist auch irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung. Ist das eben soweit klar? Und das ist quasi die neue Art, das ist neu, aber so therapiert man jetzt die Herzinsuffizienz. Unser Ziel ist eben vor allem, die Kompensationsmechanismen zu bekämpfen. Die Vorlast muss runter, die Nachlast muss runter. Digitale Hypoxie sind irgendwie out. Ja? Und jetzt, das finde ich auch irgendwie schön, dass man jetzt hier, also wir sind jetzt ja quasi am Ende quasi, jetzt haben wir hier 1,5 Stunden oder so oder 2 Stunden uns das alles erarbeitet, AC immer gelernt und jetzt wunderschön, warum wir so toll sind, frage ich jetzt euch, kann man die einsetzen bei Herzinsuffizienz, bei chronischer? Ja, super, die sind ja super. Ja? Die machen das Angiotensin 2 runter, die sind vollkommen indiziert, bei Nyha 1 bis 4. Ja. AT1-Antagonisten haben wir gesagt, genau gleich, ja, weil es den AC-Hämmer länger gibt, fängt man meistens mit denen an und gibt dann die AT1-Antagonisten. Ja. Und alles andere, ja, digitales Glyphosate, nur noch als Reservetherapie indiziert. Das war wirklich jahrelang total anders. Ja. Jahrelang hat man die Leute angefeuert, um Berg hoch zu rennen. Und heutzutage wählt man andere Routen. Gut, die anderen Stoffe lernt ihr dann, also vor allem Gibberellin, eben Antiarrhythmikatutorium. Dann danke euch für die Aufmerksamkeit, guten Weg nach Hause und einen schönen Rest der wirklich wunderschönen Osterferien und danke, dass ihr noch da wart. Schönen Abend.